Heute bei Speedrandale Super Smash Brothers Brawl. Oh. Herzlich willkommen. Hey, wir müssen nicht mal aufstehen. Wir müssen nicht mal aufstehen, merke ich gerade. Ach du meine Güte. Wunderbar. Das ist ja der Vorteil eines neuen Studios. Neues, hier. Tolles Studio. Das genau. Finde ich sehr schick. Ist sogar noch nicht ganz fertig. Da kommt noch demnächst noch ein bisschen Pfiff und Pep rein. Ja. Geil. Aber wir fühlen uns jetzt schon mal wohl. Sehr schön, dass du da bist. Dankeschön, ja, schön, dass du da bist. Ja, also ich freue mich natürlich immer, wenn wir hier schöne Speedruns zu sehen bekommen. Allerdings, heute werden weder ich noch du dann Speedrun, sondern wir begrüßen. Wer ist da? Guten Tag. Oh mein Gott. Hallo. Moin. Moin, guten Tag. Warte mal, welches Pokémon war das? Das war, ich hätte Euli gesagt. Das ist Baut. Baut ist sehr toll. Baut. Ja, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hi. Ich bin Dragolina. Ich bin Speedrunner seit 2016 jetzt. Beziehungsweise also die gleichen Jahre, seitdem ich auch Streamer bin. Und ja, ich praktisch bei White Streamer, Charity Host, Podcaster. Ich bin ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen zu sehen. Also, wenn man schon mal auf der Dokumi oder so war, dann hat man vermutlich schon mal was von mir gesehen, wenn man Glück hatte. Wenn man Glück hat, da freuen wir uns umso mehr, dass wir Glück haben, dass du jetzt bei uns hier bist. Denn ich meine, Smash Brothers, eine der beliebtesten Serien aller Zeiten. Na, ja, sehr beliebt. Sind wir beide nicht so bewandert drin? Ja. Aber du umso mehr, habe ich gehört. Na, du hast schon recht häufig mal das ein oder andere gespielt und gerannt vor allem. Und Weltrekorde sogar geholt. Ja. Ja, im klassischen Modus, im All-Star-Modus, im Missionsmodus. Ich war das Spiel jetzt schon seit 4 Jahren und es ist jedes Mal wieder ein Träumchen. Okay. Ja, du hattest uns vorhin gesagt, du hast recht viele Attempts schon gemacht, also Versuche im Spiel, um dann deine Zeiten zu verbessern. Kannst du die Zahlen noch mal nennen? Ja, also allein im klassischen Modus habe ich 84.000 Versuche. Ui, ich bin aktuell die einzige Person, die in diesem Modus eine Zeit von unter 5 Minuten hat. Ja, nice. Wobei auch die einzige Person bin, die in All-Star eine Zeit unter 2 Minuten und 50 Sekunden hat und im Missionsmodus die einzige Person bin, die unter 30 Minuten hat als Zeit. Okay. Ich grinde da viel. Wenn Sie das jemand mal anschauen möchte, wir hatten ja schon eingeblendet, zum Beispiel, wo man dich bei Twitch finden kann. Heute werden wir aber nicht diesen Modus sehen, sondern du wirst uns sozusagen, nennen wir es mal Story-Mode zeigen von Smash Brothers Brawl, nämlich den Subspace Emissary oder Subspace Emissär, glaube ich, ist der deutsche Name, ne? Ja. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, der Subromimisär besteht aus 32 Leveln, den ersten 31 und dann dem finalen Level, was halt nochmal alle Level praktisch in einem Level ist. Wir werden eine sehr große Charakterauswahl haben, weil jedes Level uns gewisse Charaktere storybedingt vorgibt und wir werden praktisch mit den vorgegebenen Charakteren das Spiel ein wenig brechen. Okay. Wir sagen den Leuten da auch schon mal Bescheid, wenn ihr Subspace Emissary schon mal gespielt habt. Wir werden natürlich die Cutscenes jetzt hier überspringen. Mhm. Das heißt, potenziell wird man vielleicht das eine oder andere nicht ganz direkt verstehen. Wir gucken mal, ob wir das potenziell auffangen können oder nicht. Und du kannst es natürlich auch immer gerne sagen, wenn wir zu viel quatschen, wenn du dich mal konzentrieren musst. Aber es lohnt sich sowieso so oder so mal, den Emissary sich anzugucken. Auf jeden Fall. Ja. Bist du denn bereit? Ich bin immer bereit, ja. Dann mach gerne einen Countdown und wir können loslegen. Ja. Okay, gut. Dann, wo ist denn der Name? Da. Okay, ja, ich wurde mir einen Namen gewöhnt. Okay. So, dann würde ich sagen, können wir starten in 3, 2, 1, los. So, wir überspringen schon die erste Cutscene und wählen Kirby aus. Ah ja. Die erste Cutscene war jetzt eigentlich dafür da, um zu zeigen, die ganzen Charaktere sind Trophäen, die werden wiederbelebt, indem man auf sie drauf toucht und die kämpfen jetzt gegeneinander. Okay. Also alle Charaktere sind einfach nur wiederbelebte Trophäen. Hi, das war der erste Kampf, hi, das war ein guter erster Kampf, oder? Also ich fand den Kampf gut, der hat schon Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall schon mal eine Marke gesetzt. Ja. Kirby hat das Talent gezeigt. Okay, jetzt kommen wir aber zu einem richtigen Kampf. Die erste Stage ist praktisch dafür da, um drei verschiedene Arten an Kämpfen zu zeigen, die in diesem Spiel aufkreuzen werden.
sowohl Hordenkämpfe, was jetzt in dem Fall das hier ist, man sieht halt oben, da sind rote Striche. Wenn ich einen Gegner besiege, geht ein roter Strich weg. Mhm. Das heißt, der Kampf endet halt, wenn alle roten Striche weg sind. Die Charakterkämpfe, die halt, wie man halt im Multiplayer gegeneinander kämpft, man halt gegen eine AI kämpft. Und das Dritte, was auch noch kommen wird, wird man sehen, wenn dieser Kampf gleich vorbei ist. Aber ja, die erste Stage ist jetzt im Vergleich zu anderen Stages ein wenig kampforientiert. Mhm. Während die anderen Stages eher movement-orientiert sind und man einfach mit den meisten Gegnern drumherum gehen kann. Mhm. So. Der dritte Kampf ist nämlich, naja, ein Bosskampf. Hi, hier ist Mutant Giovanni, hey. Bekannt aus Super Mario Sunshine und andere Spiele. Und auch bekannt aus Mario Strikers with the GameCube. Der hat gleich zwei Prinzessinnen entführt. Ja. Es ist sogar relevant, ob ich Prinzessin Peach oder Zelda befreie, weil in der Cutscene, die wir jetzt überspringen, wird die jeweils andere Prinzessin von Wario mitgenommen, weil Wario ist böse in diesem Spiel. Oh nein. Sehr wichtige Story-Geschichte. Mhm. Jedenfalls, das Stadion ist jetzt in die Luft geflogen. Fragt euch nicht, wie das gerade passiert. Es ist aber passiert, akzeptiert es. Okay. I accept it. Ja. Und jetzt sind wir im Himmel. Icarus. Ja, wir spielen mit Pit, also zu dem Zeitpunkt, wo keiner wusste, wer Pit ist. Hi, hier ist Pit. Ja, nicht mehr, ne? Also ich finde es als alter NES-Spieler finde ich es eigentlich ganz cool, dass so ein Charakter wieder bekannter geworden ist durch Smash. Ja. Nur wegen diesem Spiel gibt es Kid Icarus Uprising überhaupt. Und ich hätte wirklich große Probleme damit, wenn Uprising nicht existieren würde. Weil es ist ein sehr, sehr gutes Spiel und ich würde es sehr gerne auf der Switch sehen. Ja. Okay, hallo, wir gleiten. Hi. Charaktere können gleiten. Das ist eine Gleiten ist eine eingebaute Mechanik. Man macht sie exklusiv, manche Glides funktionieren auch auf anderen Controller, aber man macht sie, indem man Y gedrückt hält. Mhm. Und dann nach rechts und links, also nach rechts geht, um runter zu fliegen und nach links, um wieder in Höhe zu gewinnen. Das ist möglicherweise, um Höhe zu gewinnen, ein bisschen ausnutzbar. Weil Höhe ist in den meisten Fällen gut. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, was jetzt passieren wird, aber wir springen vielleicht ein bisschen was vom Level gerade. Ein bisschen. Aber abseits davon sind wir auch gerade ein bisschen über einen Kampf geflogen. Ah, okay. Der Kampf wurde möglicherweise nicht getriggert, weil sonst hätte ich kämpfen müssen. Mhm. Das war der erste Skip in diesem Spiel. Okay. Das ist so wie bei Mario bei World, ne, mit dem Cape. Ne, musstest du ja auch richtig. Hier dann einfach die ganzen Kampfzonen überspringen. Ja. So. Das dritte Level ist jetzt auch der einzige Grund, warum ich Prinzessin Zelda befreit habe und nicht Peach. Weil Zelda kann sich in Sheik verwandeln, Sheik ist schnell. Hi. Mhm. Peach ist nicht schnell. Kirby ist auch nicht schnell. Aber Sheik ist schnell. Das ist das der sogenannte Sheik-Code. aber ich kann jetzt, da das Level größtenteils nur daraus besteht, hi, renn mal nach rechts und renn mal nach links, kann ich mal kurz erklären, was jetzt vorhin im zweiten Level passiert ist. Die Entwickler haben zwar Gleiten eingebaut als Mechanik, aber haben nicht bedacht, die Trigger für die Kämpfe hoch genug zu packen. Dementsprechend, ja, Schelm, wer Böses denkt. Mit ein bisschen Höhe kann man dann halt auch ein paar Kämpfe überspringen. Ja. So gerade drüber nachzudenken, also heutzutage hätte Nintendo das gepatcht, ne? Mhm. Zu Wii-Zeiten, ich meine, es gab aber zu Brawl auch irgendwas, was du runterladen konntest nochmal, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es ein Patch oder was anderes war. Skyward Sword gab es einen Kanal, der hat das Spiel gefixt. Ah, okay. Mhm. Weil du da das Spiel softlock, also komplett locken konntest. Wenn du die, ja, ich glaube, es war, wenn du die Donnerdrachen-Quest als erstes gemacht hast, dann konntest du die anderen zwei Sachen nicht mehr machen. Obwohl das Spiel dir eigentlich die Möglichkeit gegeben hat, ja, okay, du darfst die drei Quests am Ende in einer beliebigen Reihenfolge machen, aber wenn du mit der Donnerdrachen-Quest gestartet hast, dann, dein Pech. Hätte ja auch keiner dran denken können. Mhm. Jetzt hältst du mir so langsam wieder ein, ich habe tatsächlich den Game One Test zum Spiel gemacht damals, als rausgekommen ist. Ich glaube, ich habe Simon von einer Chucky Mario Mörderpuppe umbringen lassen. Oh. Wie man es so macht eben, ne?
Natürlich. Das war dann, it's a me, Mario. Ja. Das war der Joke. Oh. Aber wir rennen hier nur ein bisschen rum, wie man es macht, ja. Also sowas wie den Mode, den gab es ja auch, also bei Melee ohne so viel Story natürlich, da gab es ja auch, wo du mal dann die Level und dann zwischendurch die Zielscheiben weghauen kannst und bei Kämpfe und alles. Ne? Ich kenne auch tatsächlich den Story-Mode gar nicht. Also, es gab in Melee halt sowohl einen Classic als auch einen Abenteuer-Modus. Mhm. Ja. Jetzt habe ich leider den falschen Pilz bekommen. Manchmal droppt da auch ein großer Pilz. Darf ich leider kurz warten, bis ich wieder groß bin? Okay, perfekt. Was wollte ich sagen? Genau, es gibt im Melee halt einen Abenteuer-Modus und einen Classic-Modus. Mhm. Die unterscheiden sich halt beide ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich voneinander. Es ist halt nur so, dass die ersten drei Stages im Abenteuer-Modus, da haben sie halt versucht, ein bisschen was zu machen und haben ein paar Stages eingebaut, wo man halt drumherum gehen kann. Und zum Beispiel haben sie versucht, einen Dungeon nachzubauen aus der Zelda-Reihe. Oder das Pilzkönigreich halt, aber irgendwann haben sie einfach aufgegeben und gesagt, okay, hier habt ihr Mission aus dem Event-Modus, macht die mal. Also man merkt wirklich mittendrin, haben sie einfach aufgegeben. Aber gut, Melee hat halt eh nicht so viel Entwicklungszeit. Also die Goombas machen keinen Schaden, wenn sie dich berühren, ja? Also sie haben gar keinen. Goombas machen keinen Schaden, aber ich kann auf die Goombas springen, wenn ich will. Okay. Eine Empfehlung. Die würden dann auch sterben. Kommen aber später auch noch Riesen-Goombas. Also mit später meine ich in ungefähr anderthalb Minuten. Oh. Die sterben, wenn ich ein paar Mal auf sie springe. Das ist aber echt schön, wie sie mit der Engine tatsächlich so ein bisschen das Donkey Kong-Gefühl jetzt. Mhm. Ja. Mit den Fesseln und alles. Ja, jetzt kommen wir auch zum ersten lustigen Auto-Scroller. Hi, das ist ein Auto-Scroller. Ich werde die da ein bisschen beschleunigen später. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Aber ansonsten, hi, wie war der Tag heute? Zeit für Donations, ja? Ja. Ja, Zeit für Donations. Oh nein, Diddy Kong wird jetzt sterben. Oh nein. Oh, frag mich, ob das Absicht ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja. Sein Bruder. Sind die verwandt? Bestimmt. Ja. Ja? Chunky Kong. Die heißen beide Kong mit Nachnamen. Ja. Nee, ich habe mich halt gerade praktisch nur von einem Einkugel-Biddy da gedamaged boostet nach oben ein bisschen. Ah, okay. Das war ein bisschen eine Beschleunigung. Ansonsten müsste ich warten, bis die Plattform ganz weit oben ist und das geht gar nicht fit. So. Riesen-Goomba. Ja. Und das war gerade ein perfektes Kampfende. Weil einfach alle Gegner ineinander geflogen sind und das sieht wunderschön aus. Ja. Jetzt kommen wir auch zur Einöde. Das Level ist auch öde. Ich meinte, was? Wir haben hier wunderschöne Kämpfe und wir dürfen nach rechts laufen. Viele dieser Stages bestehen aus nach rechts laufenden Kämpfen, weil wir sind hier in einem Smash Bros. Spiel. Ja. Vor allem auch ein Smash Bros. Spiel, das Brawl im Namen hat. Da kann man ein bisschen kämpfen, ja. Aber nur ein bisschen. Ah, ich bin über der Stage. Ah. Warum haben sie da oben denn nichts hingebaut? Ja. Wir haben da oben einfach nichts hingebaut, ja. Durch das Gleiten schätze ich mal, wenn du Pit auswählen kannst, ist ja immer die beste Wahl wahrscheinlich, ne? Ja, es gibt halt noch einen Charakter, der noch besser gleiten kann. Was? Das ist so ein Charakter mit Flügeln. Der hat Meta im Namen. Ah, der Typ. Ist recht bekannt in diesem Spiel. Dieser Kirby-Dude. Ah, ein Meta-Kirby. Ja, dieser Kirby-Klon. der wird sich niemals durchsetzen, aber. Da gibt's so einen Charakter, der kann das Ganze noch ein bisschen besser, aber dazu kommen wir später. Aktuell existiert dieser Charakter noch gar nicht. Okay. Dass sie Mario diese Jeanshosen gegeben haben für das Spiel, ey. Ich bin immer so ein bisschen fertig, diese gemusterten Jeanshosen da. Wir haben hier drei wunderschöne Kämpfe, die hintereinander kommen. Man spielt Smash Bros. Hi, man spielt Smash Bros. So. Wie war der Tag heute? Ist da eigentlich meist sehr viel RNG jetzt in dem Modus drin, beispielsweise, wie die Gegner mal fallen oder nicht? Wir haben es ja mit dem einen Pilz zum Beispiel gesehen oder das, was der Diddy Kong aufgenommen hat. Aber ansonsten kannst du dich verlassen drauf, so wie die Gegner auftauchen und alles? Also die Gegner sind immer bei. bei fest. Also die droppen immer bei festen Positionen. Immer richtig so.
In den meisten Fällen ignoriere ich die Items halt, weil die Items meistens naja, nicht gut sind und die Gegner sowieso aufgrund dessen, weil ich auf leicht spiele, sehr schnell zugrunde gehen. Mhm. Ach ja, apropos, hier ist Fox. Es ist nicht so gut wie Millie Fox, aber Fox existiert trotzdem. Hm. Ach ja, und hier ist Rayquaza. Frag dich, warum der Rayquaza ist. Rayquaza ist da und Rayquaza ist ganz toll. Okay. Okay. Sehr gut, praktisch die Story, also jeder Charakter erlebt halt, sobald er introduced wird, eine andere Story. Donkey Kong ist praktisch nach Bananen, hat praktisch Bananen gejagt und ist dann gestorben, so wie das halt passiert. Passiert halt. Ja. Ja, und dann wäre Diddy Kong auch gestorben, bevor Donkey Kong gestorben ist, hat ihn nochmal weggepuncht. Und dann ist Diddy Kong beim See gelandet und da ist Fox auf einmal gelandet in einem brennenden A-Wing. Und dann hat Rayquaza nochmal draufgeschossen und Diddy Kong mitgenommen und dann hat Fox auf einmal doch gelebt und hat Rayquazas Fingernagel gebrochen. Aha. Und dann ist der Bosskampf gestartet. Das ist sowas, als ob du irgendwie so Kleinkinder im Kindergarten fragst, ne, von wegen aus. Und dann ist, was ist dann passiert? Und dann kam der. Und der hat den gehauen und dann ist das passiert. Aber das ist Smash Brothers Story. Man könnte einfach auf DeviantArt gehen, dann kriegt man die gleiche Geschichte. Aber ja, die Fox und Diddy Kong Stages haben mit Abstand die beste Musik im ganzen Storyboard. Also die Remixes sind wirklich richtig, richtig gut. Das Ding ist, Problem ist nur daran, das sind noch genau die Sachen, die von Nintendo immer geclaimed werden, wenn man irgendwas hochlädt. Mhm. Also nicht mehr. Aber so 2018, 19, jedes einzelne Video, immer wieder die gleiche Stelle. Ja, als YouTube-Kanalbetreiber kenne ich das auch. Nintendo is not fun. Mhm. Also sowas. Okay. So, wir haben jetzt auch gerade eine neue Art von Tür gesehen, nämlich rote und gelbe Türen, beziehungsweise blaue und gelbe Türen. Blaue und gelbe Türen. Das ist praktisch, wir wechseln die Dimension. Das heißt, wenn wir in einer Dimension was machen, dann wird in einer anderen Dimension sich was verändern. In dem Fall sehen die Stages halt, also sieht die Stage halt komplett gleich aus. Und wir haben praktisch dadurch, dass wir die ganze Zeit gewandelt sind, dafür gesorgt, dass in dieser Raum hier, wo ich gerade drin bin, kein Lava-Bad ist. Sondern so aussieht wie dieser Raum. Mhm. So. Ja. Jetzt haben wir aber mal einen etwas längeren Autoscroller. Das heißt, ihr dürft quatschen, wenn ihr wollt. Okay. Der Donations. Ich glaube, ich hatte mir Fragen im Hinterkopf behalten für die Story, aber ist alles selbsterklärend. Es ist selbsterklärend eigentlich. Ich hätte sonst eine Frage. Und zwar, spielst du eigentlich auch Competitive Smash Brothers? Ja, ich habe 2013 World Competitive gespielt, ja. Okay. War in Deutschland zwei bester Spieler. Nice. Ist ja jetzt mittlerweile relativ groß, die Szene, auch in Deutschland. Ja. Nicht nur im Raw, sondern in allen möglichen Smash-Titeln. Ja, damals war sie eher kleiner. Mhm. Welches Spiel wird denn aktuell gespielt? Ist es dann immer das offiziell neue? Weil ich meine, lange Zeit immer noch natürlich. Ich meine, Ultimate wird jetzt gerade. Ja, immer das offiziell neue und Melee. Ja. Mhm. Also die anderen haben auch ihre jeweiligen Szenen, vor allem 64 im Brawl, aber ansonsten eigentlich immer das aktuelle und Melee. Mhm. Okay, wenn Melee mal auf ein Turnier darf, das ist nicht immer gegeben. Ja, beim aktuellen kann ich mir ja sowieso vorstellen, alleine, dass du. Wie viel sind es mittlerweile? Sind es 100 Kämpfer gewesen oder fast? No? Fast, auf jeden Fall. Es sind sehr viele. Und du kannst jetzt auch als Kingdom Hearts-Fan dann endlich dich ausleben. Gut. Wir haben gleich Zeit wieder, weil es kommt gleich noch ein Autoscroller. Aber jetzt muss ich erstmal mit Diddy Kong ein bisschen Action machen. Diese Musik, also, ey. Die Musik ist schon gut, ja. Die spielt aber nur für ein paar Sekunden jetzt. So, ich werde jetzt gleich was versuchen. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, werde ich so lange versuchen, bis es funktioniert. Okay. Okay. So, Bowser, springen Sie zu mir. Danke. Shadow okay. Bowser. Oh, Edge Guarding. Yeah! Nice. Das war ein guter Fight. Ja, der Kampf dauert ziemlich lange, weil Knockback in dem Kampf sehr, sehr gering ist.
Also Bowser stirbt wirklich sehr, sehr langsam. Deswegen ist es sehr gut, dass man einfach ein Backthrow machen kann, gefolgt von einem Down-Air und dann stirbt Bowser. Ah, gut, ja, das ist der Autoscroller, von dem ich gesprochen habe jetzt. Wir werden von einer riesigen Porky-Statue verfolgt, bekannt von dem Spiel, was Nintendo nicht lokalisieren will. Hi, ist Porky. Na gut, das originale Earthbound zumindest, der ist ja auch mit drin, ne? Ja. Also Porky zumindest. Porky-Statue ist explizit aus dem dritten. Lukas eher weniger. Ja. Ich weiß nicht mal, wer Lukas ist, so. Ja, er kommt in keinem von Nintendo offiziell veröffentlichten Spiel hierher. Also. Das ist der Smash Brothers Typ. Kenn ich. Mehr brauche ich da nicht wissen. So wie Solid Snake, ne? Ja, Solid Snake, auch der typische Smash Bros. Charakter. Ja, ja, ja. Ist ja klar. Aber du spielst gerade mit dem GameCube-Pad. Du könntest aber wahrscheinlich auch mit der Wiimote dann spielen als. Nein. Oder du baust das GameCube-Pad dafür? Es gibt manche Sachen, die funktionieren mit dem GameCube-Pad. Okay. Ja, für den Run hier natürlich so, ich denke standardmäßig, ich hab's auch, glaube ich, hauptsächlich mit dem GameCube-Pad gespielt. Mhm. Das Gute ist ja bei der Wii, dass du die Slots da auch hast. Ja. Ja. Gott sei Dank. Also bei den ersten paar Wiis, ja. Es gab irgendwann Wii-Modelle, ja. Da gab's keine. Diese schwarz-rote, ne? Da gab's Wii-Mini, die hatte auch keinen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wo meine Wii mehr ist. Ich hab die, glaube ich, irgendwo mal hier mitgebracht. Hm. Geht wahrscheinlich bei irgendjemandem da. Kannst ein paar von mir haben. Ich habe aktuell 26. Okay. Och. Das geht ja noch. Also zum Glück kann ich das meiste tatsächlich mit der Wii U auffangen. In den meisten. Ja, ich spiele halt gerne mit den Wiis rum, deswegen habe ich da ein paar von. Also hier habe ich jetzt eine auf schnelle Weise gefunden. Wenn du so viele bei dir hast, dann musst du immer eine griffbereit sein, im besten Fall. Das kann ich mir vorstellen. Okay, Outscroller ist vorbei. Hier ist jetzt Porky, bekannt aus einem anderen Spiel. Also bekannt aus Earthbound. Aber auch einem anderen Spiel, was hier nicht erschienen ist. Hm. Porky. Also ich spamme eigentlich die ganze Zeit nur Down Smash, weil Down Smash macht ordentlich viel Schaden. Porky macht nicht unbedingt die Attacken, die ich haben möchte, aber es ist egal. Irgendwann wird Porky trotzdem aufgehen. Und zwar jetzt. Sehr gut. Jetzt haben wir erstmal für eine lange Zeit keine Aufspannung mehr. Das war der Part, Schuss in den Ofen. Ja, aber der Part ist halt. Also der Part zwischen dem letzten Level und diesem Level ist halt sehr Autoscroller-intensiv, aber jetzt kommt erstmal für die Zeit sehr viel pures Gameplay und vor allem haufenweise Airspacing. Weil diese Brücke hier bestehen aus sehr vielen Tags. Es hat sehr lange gebraucht, diese ganzen Sprünge zu können. Weil die ganzen Plattformen basieren, also die ganzen Plattformen sind natürlich auch Cycle-based, deswegen ist halt auch relevant, wann ich im Level wo bin. So, dann lade ich kurz auf, dann sterben die vier kurz, dann tauchen hier gleich noch zwei auf, dann noch einmal Baseballschläger und dann super. Ja, also der Teil des Stage lief absolut perfekt. So. Jetzt kommt hier wunderschöne Bälle, die sich reproduzieren. Es ist nur relevant, dass ich die Bälle umbringe, die sich reproduzieren. Die. Böse Pokebälle. Ja, es läuft sogar gerade Pokémon-Musik im Hintergrund. Also Remix, aber es ist Pokémon-Musik. Dass die auch Äpfel haben, ey, und Münder. Ja. Was sollen die denn sonst sehen und essen? So, gleich kommt ein. Also gleich kommt ein wirklich sehr, sehr harter Skip, der gar nicht mal so viel Zeit spart, aber er sieht cool aus. Deswegen wäre es schön, wenn ich ihn bekommen würde. Okay, ich muss nur kurz die Flus auf mich lenken. Ja, genau. Okay, ich habe den Kampf getriggert, das wollte ich nicht. Schade. Okay, ja gut, dann sehen wir den Kampf nicht. Also den Kampf gibt nicht, aber der spart ihn nur 2 Sekunden, also macht er gar keinen so großen Unterschied. Es ist halt praktisch so, man kann diesen Kampf wirklich sehr, sehr knapp überspringen, weil die haben wirklich bei diesem Kampf versucht, dass man ihn nicht überspringen kann. Man kann es doch. Aber weil sie es halt versucht haben, ist es sehr, sehr knapp und sehr, sehr präzise.
So, aber wenn man nach Skips gefragt hat, beziehungsweise nach lustigen Geschichten, dann ist dieses Level hier perfekt. Weil dieses Level hier ist das mit Abstand. Ich wollte nicht sagen mit Abstand, aber es ist schon das mit Abstand, also mit großen Punkten das gebrochenste Level im gesamten Spiel. Mhm. Und ich sag das nicht, weil hier vor allem Charaktere vorkommen. Nein, ich sage. Ist es aus anderen Gründen so. Ich bin mir auch so sicher, dass Fire Emblem auch zum großen Teil wegen Smash nochmal so beliebt geworden ist im Westen. Definitiv, ja. Dafür hast du jetzt ja 70 Figuren im aktuellen Smash. Mhm. Ja, die zweite Hälfte der Smash Bros. Figuren war aber halt, also der Fire Emblem Figuren war aber halt auch interessant so im Vergleich zu den ersten paar. Die ersten paar waren halt Schwertkämpfer, nochmal Schwertkämpfer. Ike hat sich ein bisschen anders gespielt als Marv und Roy, aber ja, so dann jetzt auch nicht unbedingt. Bei der zweiten Welle hat es dann halt Corwin und Bylev, die haben sich halt ordentlich anders gespielt. Ach ja, und Robin halt. Ach ja, hier ist Meta Knight. Ja. Warum ist Meta Knight da? Gute Frage. Ist das ein Ritter? Ihrem Namen. Ja. Okay, also für die Leute, die die Katze in dem Kopf haben, Meta Knight taucht einfach auf. So, Marv guckt einfach in den Himmel und dann taucht Meta Knight auf und dann kämpfen die gegeneinander. Okay. Und dann zwei Sekunden später tauchen auf einmal Primiden auf, also die Gegner hier in diesem Spiel. Und dann kämpfen die nicht mehr gegeneinander. Und das ist die Geschichte davon, wieso Meta Knight dem Cast gejoint ist. Hi. Die Story ergibt sehr viel Sinn, jedes Mal. Dadurch sind wir Freunde geworden. Durch gemeinsame Feinde. Ja, aber dadurch, dass Meta Knight jetzt hier ist, geht der Spaß jetzt richtig los. Also klar, nachdem dieser Kampf hier vorbei ist. So, der Kampf ist vorbei. Ah, okay, der nächste Raum wird lustig. Deutsche Namen sind ja toll. Schnetzel hieß der eine. Ja, okay. Ich baue jetzt ein bisschen Momentum auf, überspringe den ersten Kampf, gehe in den zweiten Kampf, gehe in den ersten Kampf zurück. Nimm meinen Primiden mit mir oder beides okay. Geh in den Autoscroller. Der Primide kommt, der folgt mir. Ja, hi Primide, alles klar. Yeah! Ja, okay. Primide, komm mit mir. Okay. Und dann töte ich ihn halt selber. Gut, der Autoscroller ist gestoppt. Ah, okay. Dann werde ich nochmal ein bisschen Momentum aufbauen. Nochmal ein bisschen. Dann fliege ich ein bisschen über den Trigger hier. Dann fliege ich über den Kampf hier, baue sehr viel höher auf und skippe den letzten Kampf und das war der Raub. Nice. Hat irgendjemand irgendwelche Fragen? Nö, hast du eigentlich ganz gut erklärt. Also, Sia, das ist ein Fighting-Game, ja? Hab ich gehört, ja. Okay. Also hat irgendjemand irgendwelche Fragen? alles kaputt. Warum gibt's nicht in jedem Fighting-Game so einen Story-Mode? Das ey, ich hätte nichts dagegen. Cool, ja. Ich meine, du hattest, also wenn du in die Ära so ein bisschen zurückgehst, ich weiß, Tekken 5 hatte zum Beispiel dieses so ein Beat'em-up-Modus. Tekken 3 ja auch. Was bei Tekken 3? Ach, stimmt ja auch, genau. Ja, ja. Ne? So ein bisschen Beat'em-up-Style. Aber gegen so ein King of Fighters Kung Fu Master Game hätte ich nichts. Soll ich einfach erklären, was passiert ist, oder? Kannst du gerne machen. Du ignorierst einfach, was das Spiel von dir will in den meisten Fällen. Habe ich den Eindruck. Das ist korrekt, ja. Ich wollte sagen, gleich kommt noch ein Skip, deswegen ich mache den noch kurz und das nächste Level ist nur ein Level, wo ich mit Yoshi sehr oft noch ein Upsmash mache. Das dementsprechend. Ich erkläre es im nächsten Level. So. Der Skip hier ist aber jetzt noch äußerst präzise und wenn ich ihn nicht schaffe, habe ich irgendwie einen Kampf vor mir, der eine Minute lang geht. Dementsprechend wäre es ganz cool, wenn ich den Skip jetzt schaffen würde. Mhm. Moment. Okay, puh, das war ein bisschen knapp, aber ist super. Sehr gut. Der Skip ist nämlich wesentlich härter, als er aussieht. Okay, gut. Was ist denn der Weltrekord in dieser Kategorie, wenn ich fragen darf? Ich glaube, 1 Stunde 52. Okay. Und deine persönliche PB? 1 Stunde 58 Minuten müsste es gewesen sein. Okay. Ist ja gar nicht so weit weg. Ja. Ja. Ich hab halt mir so gesagt, ja, ich war ein bisschen unter 2 Stunden bin und dann hab ich aufgehört.
Aber ich sollte jetzt wirklich mal erklären, was gerade passiert ist, weil sonst verjährt das noch. So. Also, Meta Knight, bekannt aus bester Charakter in Brawl. Mhm. Ist tatsächlich nicht mal unbedingt der beste Charakter im Singleplayer. Dieser Platz geht an Pokémon Trainer, aber er ist definitiv der beste Charakter im Subspace. Das Ding ist so, Meta Knight hat 6 Sprünge. Das ist schon mal gut, ja. Meta Knight kann auch gleiten. Wir haben bei Pit gesehen, gleiten ist ein bisschen gut. Mhm. Gibt das. Sakurai dachte sich jedoch aber, okay. Also, ich gebe jetzt Meta Knight 4 Recovery Moves, weil jede B-Attacke, also jede Spezialattacke von Meta Knight ist ein Recovery Move, der super spambar ist. Aber abseits davon ist der obere Recovery Move, was halt bei den meisten Charakteren auch der einzige Recovery Move ist. Mhm. Diesen Recovery Move endet im Gleiten. Okay. Dementsprechend hat Meta Knight 6 Sprünge und man kann aus diesen 6 Sprüngen dann aus einer sehr weiten Höhe gleiten. Was natürlich schon mal absolut gar nicht broken klingt. Also aus jedem Sprung, ja? Ja, aus jedem einzelnen Sprung. Ja, nice. Genau. Und dann, also 6 Sprünge, der Recovery Move gibt auch noch höher. Wenn es ein sehr hoher Raum ist, erreicht man auch das Ende des Raums. So. Was ich jetzt aber gerade gemacht habe, war, dadurch, dass Meta Knight halt so unfassbar viel Höhe erreichen kann, ist es halt möglich, dass ich einfach dadurch den ersten Kampf überspringen kann, dann einen Primiden mit in den Order Scroller nehmen kann und dass das Spiel halt denkt, ich wäre im ersten Kampf, was ich aber nicht bin, weil das Spiel auch gleichzeitig dachte, ich wäre im zweiten Kampf. Und wenn ich halt den Primiden umbringe, der halt irgendwo auf der Stage dann ist, dann denkt das Spiel halt, okay, der erste Kampf fertig. Aber ich bin im Order Scroller. Was denkt das Spiel dann? Richtig, ich beende den Order Scroller. Aber das Spiel denkt sich das nicht wirklich. Jetzt kommt nämlich der Big Brain Part. Das Spiel denkt nicht wirklich, dass der Order Scroller vorbei ist, weil im Hintergrund läuft der Autoscroller immer noch. Mhm. Klar, man kann sich so bewegen, als ob der Autoscroller nicht laufen würde, aber der Autoscroller läuft noch. Das heißt, wenn der Autoscroller nach ein paar Sekunden vorbei wäre, dann stirbt man einfach mitten in der Luft. Mhm. Egal, wo man es findet. Das heißt, man hat praktisch für die letzten 2 Kampf-Skips einen Timer. Wenn man nicht schnell genug aus dem Level rauskommt, also aus dem Raum rauskommt, dann stirbt man einfach. Was nicht cool wäre. Und das ist praktisch der Battlefield Fortress Autoscroller Skip. Er sieht sehr flashy aus und er ist sehr, sehr süß. Mag ich. Aber hi, jetzt sind wir hier in der Forschungsstation. Ja. Aber es wir haben hier, Pikachu ist ein Experiment, natürlich, ne? Das ist korrekt, ja. Metroid. Save the animals. Wir haben hier den Grund in diesem Level, warum, also die eine Cutscene, die in diesem Level ist, ist der Grund, warum dieses Spiel ab 12 ist. Nämlich eine Cutscene, wo ein besonderer Fokus auf Zero Suit Samus gelegt wird und das ist alles, was ich dazu sagen werde. Mhm. Deswegen ist das Spiel ab 12. Und die anderen Smash-Teile nicht. Mhm. Ja. Und nachdem wir in einem Raum waren, retten wir Pikachu und das ist die Story von Zero Suit Samus und Pikachu. Zero Suit Samus bricht ein, rettet Pikachu und dann, und jetzt lösen wir Puzzle. The Baby. Ich habe auch lustigerweise gerade einen Sequence Break gemacht, ohne überhaupt drüber zu reden. Dieser Raum besteht ja nicht daraus, hey, sammel meinen Schlüssel ein. Okay. Problem ist bloß, wir haben den Pikachu gegeben. Das heißt, für den Schlüssel muss man einsammeln, um den Schalter über mir zu aktivieren. Da gibt es nur so ein kleines Problem bezüglich Sachen, die über mir sehen. Pikachu hat da so eine Attacke, die heißt, wie hieß sie nochmal? Richtig. Ja. Damit kannst du Schalter und sonst was machen. Ja, okay. Da haben sie nicht so gut drüber nachgedacht. In einem Level Pikachu zu geben und dann einfach irgendwo freien Schalter hinzupacken. Haben sie wirklich nicht gut drüber nachgedacht. Tja. Jetzt habe ich auch gerade einen Gegner getötet mitten in der Luft. Und nochmal. Hi.
Das war ein sehr schöner Kampf. Wir haben die Gegner zwar nicht gesehen, aber ich schwöre, der Kampf hat existiert. Wir glauben dir mal. Ja. Ja. Im Hintergrund läuft auch gerade der Multiplayer-Track von Metroid Prime 2. Mein erstes Speedgame jemals, das war. Mhm. Schönes Spiel. So, wir haben praktisch die Stage abgeschlossen. Wir haben halt praktisch nur eine Plattform aktiviert, um den Autoscroller oben rechts machen zu können. Und danach haben wir Plattformen von der Höhe, also wo wir gleich hingehen werden, nach unten gebracht, wodurch wir halt gerade, nachdem der Autoscroller vorbei war, zurück konnten, um jetzt hier weiterzukommen. Weil wären wir irgendwann anders in einem dieser Räume gewesen, hätten wir nicht weitergekommen. Aber so schon. Und dementsprechend läuft die Forschungsstation jetzt auch smooth ab und wir sehen jetzt einen neuen Gegnertyp, nämlich die Metallpriminen. Sie sind die normalen Priminen, aber sie sind aus Metall. Hi. Sie reflektieren Sachen. Waren sie nicht aus Metall? Die waren aus Holz, vorher. Ah. Haben wir noch gesehen. Ist das etwa aus Holz? Okay. Ja, das war die wunderschöne Forschungsstation. Jetzt kommt was. Also ziemlich jeder Brawlrunner als das beste Level im Spiel betrachtet. Mhm. Und mit beste meine ich das Gegenteil. Okay, wir haben jetzt zwei sehr lustige AI-Kämpfe. Vorhin hatten wir einen AI-Kampf gegen Kirby, so gegen Mario. Der endete sehr schnell, weil wir Kirby hatten zum Schießen. Der zweite Kampf endete auch sehr schnell, weil wir Diddy Kong hatten zum Schießen. Hier haben wir keinen Charakter zum Schießen und wir haben zwei Kämpfe hintereinander. Dementsprechend werden diese Kämpfe sehr, sehr lustig. Und ich hoffe... okay, gut, der erste Kampf lief in Ordnung. Da sich die Entwickler aber dachten, okay, eine AI-Kampf ist sehr lustig. Haben wir noch einen zweiten hinterher? Ja, doppelt so viel Charakter. Schließlich soll ja hier auch ein bisschen gekämpft werden. Ja, schau's dir an. Natürlich. Wir haben es auch verdient, ordentlich rauf. Ja. Ja. Das ganze Geskippe und so. Ja, jetzt erstmal ein Kampf. Hey, wie lange haben wir an diesen Cutscenes gesessen? Jetzt kriegst du erstmal eine rein. Okay, gut, ich hab einen grünen Panzer, das ist sehr gut. Der grüne Panzer ist nämlich unglaublich stark in diesem Spiel. Okay, hat nicht umgebracht, aber war gut genug. Oh, hey, Double Kill. Oh, das hatte ich auch nicht. Nice. Ja, das lief gut, ja, das lief gut. Weil sonst sehen diese Kämpfe wesentlich besser aus. Mhm. Ja. So. Aber Lakeshore ist ansonsten, beziehungsweise Seeufer ist sonst ein recht entspanntes Level. Pit muss leider in Pit fallen. Sehr grauenhaft. Oh. Ja, sad. Aber Yoshi ist leider besser in allem in diesem Level. Bam, bam. Okay. Ja, wir besiegen Gegner mit Bomben als Köpfe. Die existieren. Zwar nicht lang, so. Aber sie tun ihren Job. Sie leben, das ist das Gute. Ich mag's immer. Ah. Ja, wir haben hier einen Pseudo-Auto-Scroller, wo die Plattform ein bisschen kleiner wird. Sobald ich den Boden berühren kann, gehe ich auch runter. Nämlich jetzt. So. Okay. Aber der Pseudo-Auto-Scroller ist gefolgt von einem richtigen Auto-Scroller. Es gibt drei Auto-Scroller in diesem Spiel, die nicht skalieren mit der Schwierigkeit. Weil, wenn man halt auf heftig spielt, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann sind die Autoscroller auch richtig, richtig schnell. Das ist einer der Autoscroller, die nicht schneller werden. Weil die wollen einfach, dass man sehr, sehr lange in diesem Level verbringt. Und das ist so lieb von den Entwicklern, dass die so... Sie denken an euch, Speedrunner. Sie wollen auf jeden Fall... Du sollst ja was für dein Geld bekommen an Spieldauer. Ja, eben. Sie wollen einfach, dass man die Details einfach wahrnimmt von dem Spiel. Wie lange die Entwickler an der Solde da hinten gesessen haben, musst du auch genießen. Boah, die haben da bestimmt Jahre dran gesessen. Der gute Soldi. Du hast sogar der kaputte Soldi. Ach, traurig. Ja, wirklich. Wurde abgeknutscht. Sehr traurig. Ja,
Das ist aber ehrlich gesagt sehr nett, dass die Entwickler mir ein bisschen Beruhigungszeit geben, weil in der nächsten Zeit folgen ein paar Level, die werden sehr schwer. Deswegen ist Lakeshore immer so eine gute Beruhigungsperiode kurz davor. Mhm. Ja. Jetzt betreten wir, wie es in der Smash Bros. Szene bzw. in der Brawl Szene bekannt ist, einen abgetrennten Levelabschnitt praktisch, weil wir sind hier in der Höhlensektion. Das nächste Level, wo wir mit genau diesen Charakteren spielen werden, ist auch in einer Höhle und es sieht genauso aus und keiner, der dieses Spiel runnt, weiß, warum diese Section hier ist, weil sie einfach genauso aussieht wie das Level, was dann was als übernächstes kommt und das ist einfach da. Das ist keine Ahnung. Wir sammeln hier nur wunderschöne Schlüssel ein und machen Dinge kaputt. Yeah. Und die Gegner wollen unbedingt, dass wir nicht in die Nähe von ihnen kommen. Deswegen platzieren sie bei diesen unzerstörbaren Blöcken immer unbedingt einen Block, der alles explodieren lässt. Natürlich, sie brauchen ja selbst noch irgendwas zum Durchkommen. Ja. Natürlich. Okay. Gib mir nochmal das Passwort. Ach, egal. Ja gut, das war das wunderschöne Level Lakeshore. Es bestand aus sehr viel nix. Aber auch vor allem einer Ruhephase. Und eine Ruhephase ist sehr gut, weil dieses Level hier ist vor allem der erste Raum ist bockschwer. Deswegen werde ich mal kurz ein bisschen ruhiger sein, wenn das okay ist. Okay. Muss ja nur sehr viel tanken und ein paar Damage Boost mitnehmen. Auf der Plattform hier wird hier ein Kampfskip gemacht, der einfachste im ganzen Spiel, weil man einfach nur den Recovery Move nutzen muss. Ja. Aber man sieht sogar teilweise die Arenen jetzt, wo Kämpfe normalerweise kommen würden. Ja. Ist sowas. Ja. Verdächtige Plattform hier. Ja, man könnte es sogar so im Casual Play vielleicht schaffen, den einen oder anderen Kampf zu skippen. Ja, also der Kampfskip ist wirklich, wirklich einfach. Also, den kriegt man sehr gut hin. Moment. So, dann jetzt. Ja, okay. Gut. War nicht ganz perfekt, aber war gut genug. So. Hier in Ruinenfahrt kämpfen wir praktisch mit Lucas und Pokémon-Trainer. Pokémon-Trainer werden wir bis zu den richtigen Ruinen nicht sehen, aber er ist da und er macht das, was er tut, sehr gut. Bis wir zu den Ruinen kommen. Die Ruinen werden nur abgebrochen davon, dass vorher wir nochmal durch die Höhle gehen müssen, in der wir gerade waren. Praktisch werden hier nur gerade zwei Storylines abgeschlossen. Mhm. Ja. Weil die Story ist sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Natürlich. So, der Gegner stirbt und der Gegner stirbt. Was für ein schöner Kampf. hier hat sich Herr Laboratory mal was an ein bisschen was an Shootern abgeguckt. Hier wurde nämlich gerade erfolgreich Spawn Trapping betrieben. Nämlich diese Gegner da werden halt gelb und rot und brauchen halt ewig lange, bis sie das werden. Man kann sie aber auch umbringen, indem sie einfach blau bleiben. Indem man einfach immer wieder auf sie eindrescht. So, kleine Tag macht. Yeah! Okay. So, der Kampf hier ist ein wenig kompliziert. Moment. Eins. Zwei. Drei. Und. Forward. Okay, ja gut, das ist absolut perfekt. Hätte ich irgendwas davon noch irgendwie nur eine Millisekunde später gemacht, dann okay. Ja, dann hätte es nicht so ausgesehen, wie es ausgesehen hätte. Und das wäre doof gewesen. So, hi, das Level heißt Ruinenfahrt, hier ist der Ruinenfahrt. Ihr werdet die leider nicht lange sehen, der Ruinenfahrt ist leider schon vorbei. Okay. Ganzes Spiel drauf gefreut. Ja. Sowas. So, und jetzt zeigen Pokémon-Trainer und Lucas sehr bedrohlich in die Luft. Die Luft fühlt sich ja wirklich. Okay, das ist Wario. Nevermind. Eigentlich dachte ich ja, sie würden die Luft. Wario ist tot. Oh nein. Wario hat leider nicht sehr lange überlebt. War Luigi sehr viel cooler. Ja.
Leider gibt es im Story-Mode keine Helfer-Trophäen. Aber sonst wäre Waluigi hier natürlich auch so. Wie versprochen, vor ein paar Leveln sind wir jetzt natürlich in der Höhle. Das Level heißt doch einfach Höhle. In allen Sprachen. Weil ist auch Knorke so. wir machen hier sehr viel Yoshi-Movement. Und ich mag Yoshi-Movement. Das ist wieder zurück in ein Icon. Ja, es ergibt sehr viel Sinn. Ja. Ja. Wie das denn überhaupt funktionieren? Er hat sein Ei nie kaputt gemacht. Er hatte immer die Schale in der Tasche. Und ja. Oh, der Gegner hat. Da hat doch ein Gegner gelebt? Okay, das Oha. Das ist weird. Okay, ja, gut, ne? Okay, ich muss kurz das Level Dog starten. hier ist nichts passiert. Okay. Ja, manchmal hat das Spiel halt so das Habit, dass Gegner einfach respawnen. Okay. Und es ist nicht. Manchmal ist es glücksbasiert. Und deswegen wenn man halt mal einen Gegner spawnt und also neu spawnt, dann ist das gar nicht mal so cool. Aber es ist jetzt passiert. So. Ja. Können wir aber die schöne Höhle nochmal sehen? Ja, die schöne Höhle. Mit der wunderschönen Hintergrundtextur, die man manchmal sieht, aber meistens nicht. So. Das Ding ist halt so, alle anderen Charaktere sind für diese Stage halt einfach grauenhaft. Deswegen, wenn Yoshi stirbt, dann schlecht. Wirklich, wirklich sehr schlecht. Bei den Mario Speedruns stirbt er immer. Ja, aber hier ist es schlecht, wenn Yoshi stirbt. Das ist wirklich, also das ist wirklich dein Level da. Da will man wirklich nicht, das so ist das Karma wäre, wenn er Mario reiten würde und ihn dann in den Nachtrutsch wirft. Das wäre nice. Das hast du davon. Ja, weil die meisten Charaktere in diesem Spiel haben wirklich eine grauenhafte Renngeschwindigkeit. Deswegen ist es ist Yoshi schon ziemlich gut mit dem, was Yoshi tut. Wir rennen hier wunderschön. Und wunderschön durch die Höhle und benutzen die wunderschönen großen und graziellen Sprünge von Yoshi, um überall hinzukommen. Und wird fantastisch. Man kennt's ja, wenn du mehr in der Luft mit den Füßen wackelst, fliegst du umso höher. Ja. Ja, so funktioniert das halt. Ich warte. Okay, das ist super, dass ein Item gedroppt ist. Schaut mal an. Tot. Oh nein. Nice. Grauenhaft. Es ist aber gut, wenn da ein Item droppt, weil ansonsten kann man das Viech da erst töten, wenn es halt ein bisschen weiter rüber gekommen ist, oder wenn man halt ein Item hat, womit was man irgendwie werfen kann oder was in dem Fall einfach automatisch weitergeht, dann sorgt das dafür, dass man halt ein bisschen schneller vorankommt. Okay, hier sind die versprochenen Riesen-Goombas erneut. Sie sind sehr groß und sie sind Goombas. Sie machen das, was sie tun, wirklich sehr, sehr gut. Hin und her laufen. Ja, okay. Mein Monitor ist gerade kurz ausgegangen. Deswegen habe ich mal kurz pausiert, weil ich will weiterhin nicht, dass Yoshi stirbt. Okay. Yeah. Said no Speedrunner before. Das ist. Ich bin anscheinend da wohl was Besonderes. So. Nachdem wir jetzt die versprochene Höhle hatten und wir jetzt Ganondorfs Gesicht für ein paar Sekunden sehen durften, kommen wir jetzt in die versprochenen Ruinen. Es passiert hier so viel krankes Zeug und dieser erste Raum hier ist wirklich hart, deswegen werde ich mal kurz wieder meine, werde ich wirklich mal wieder kurz meinen. Hey, Shiggy. Ja, Shiggy. Okay. Ah. Okay. Die Damage Boost bekommen. Oh Gott, okay, gut. Wow. Tetris Blocks. Okay. Ja, ja. Ja, das. Also es ist halt relevant, dass das Movement muss am Anfang halt wirklich perfekt sein, damit ich durch die eine Plattform da komme. Ansonsten geht's dem. Ich bin praktisch gerade auf dem, wie die coolen Kids das sagen würden, auf dem Fast-Cycle. Aber ich bin kein cooles Kid, deswegen. Ich glaube die auch nicht. Nee. Fassbar. So, dann werde ich jetzt die rechten Block
runterfallen lassen. Und wir landen in einem wunderschönen Order-Scroller, der aber nur ein Dreiviertel in der Länge haben wird. Das Spiel mag es halt gerne, Level einzubauen, wo hintereinander jeweils Autoscroller kommen, aber danach sehen wir wieder für eine Weile lang keine Autoscroller mehr. Warum auch immer die auf einmal Spaß hatten, Autoscroller einzubauen, ich weiß. Ich konnte in ihren Köpfen noch nicht blicken. Aber die Scroller, die sind automatisch, deswegen die machen das, was sie tun, sehr gut. Deswegen bin ich sehr stolz auf sie. Mhm. Ja. Ich meine ganz ehrlich, wenn wir eh schon hier sitzen und ich noch eine Banane hier rumliegen habe, dann kann ich die mit minimalem Input auch mal kurz verspeisen. Hey, der Dude guckt ja nur zu. Oh, okay. Ich hab gedacht, warum passiert denn da nichts? Was ist denn los? Ja, es passiert leider absolut nichts. Okay, jetzt werde ich kurz von Eisbären durchstochen. Oh nein. Whatever. Grauenhaft. Du musst dir wohl leider sterben. Sehr traurig. Ich weine. Tja. Ich bin hier für nichts verantwortlich. Ich behandle meine Charaktere immer gut. So, jetzt muss ich aber tatsächlich was machen. Ich muss mich jetzt hier festhalten, er dodge in die Tür gehen. Ich bin jetzt in einem extra Raum, aber der extra Raum ist egal, deswegen gehe ich aus dem extra Raum wieder raus. Oh, hey, wo ist die Plattform? Oh, hey. Ah. Ja, weil das Spiel hat halt manche Autoscroller. Da ist es so, dass wenn man mittendrin in einen Raum reingeht, der Autoscroller einfach endet. Ansonsten würde der Autoscroller halt noch irgendwie 20 Sekunden lang gehen und keiner will das sehen. So. Aber jetzt haben wir Bisaknoss, mein Signature-Pokémon. Das ist hier. Ich mag Bisaknoss. Nice. Mhm. Er ist aber unfair. Shigi war nur erste Evolutionsstufe und der hier ist schon zweite. Vielleicht war sie ja ein bisschen länger. Katzin. Shigi war nur Deko. Shigi ist egal. So Bisaknoss und Glurak am Ende. Spoiler, Glurak kommt auch noch. Ich weiß, sorry, dass ich spoilere. Sind der Grund, warum Pokémon Trainer der beste Charakter in Brawl ist. Also Singleplayer. So, ich werde kurz mein Pokémon wechseln und dann fliegen, denken sich drei von den Gegnern einfach, okay, wir fliegen weg. Okay. Weil, das Spiel ist komisch manchmal. Wenn man Pokémon wechselt, dann denken die Gegner, man wäre nicht da. Aber manche Gegner denken dann wiederum doch, man wäre da. Aber die Gegner denken halt, man wäre nicht da. Dementsprechend fliegen sie einfach in den Tod. Die wollten vielleicht nur ganz speziell das eine Pokémon töten. Genau. Absolut. Was? Shigi? Nee, den hau ich nicht. Nee. Hau wieder ab. Aber das Ding ist halt, das Ding ist halt auch so, bei dem vierten von den Fluss hieß es, glaube ich, im Deutschen, da ist es glücksbasiert, ob der despawnt oder nicht. Aber bei den ersten drei sind wir 100%. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber egal. Das passiert halt einfach. Das ist wahrscheinlich einfach in einer Interaktion, die nicht existieren soll. Ach ja, hier ist Glurak. Ich möchte Glurak in die Luft bekommen. So, Moment. Ich möchte Glurak nochmal in die Luft bekommen. So, jetzt. Glurak, ich bleib in der Luft, du bist ein Flug-Pokémon. Bleib auch da. Passbar. So, jetzt. Eins, zwei. Oh, nevermind, wir können was anderes machen. Derp. Der Bumper ist sehr OP in diesem Spiel, wenn man ihn wirft. Sein Item bekannt aus, beziehungsweise ein Stage-Objekt bekannt aus Super Smash Bros. 64. Emily war es, glaube ich, das glaube ich nicht. Soweit ich mich erinnern kann, war es dann nicht mal in irgendeiner Stage. Aber in Smash 64 war. Jetzt haben wir hier wieder Meta Knight. Tatsächlich ist Wildnis 1, es gibt auch noch Wildnis 2, sehr wichtig. Wildnis 1, wahrscheinlich das Level, wo Meta Knight am wenigsten broken ist. Gut so. Aber am wenigsten broken heißt halt immer noch... Noch sehr. Ja. Also, noch nicht unbedingt jetzt. Weil jetzt dürfen wir rumfliegen und rumwarten. Aber gleich. Vor allem gegen Ende.
Ja, wenn der, wie man Glurak halt eigentlich besiegt ist, man dasht halt praktisch in Glurak rein und dann hält man Glurak halt irgendwie mit 5 bis 6 ab erst in der Luft und tötet. Mhm. Wie gesagt, tötet Glurak dann einfach. Aber die AI ist eigentlich nicht sonderlich gut darauf programmiert, in der Luft gehalten zu werden, deswegen funktioniert das meistens auch. Deutlich besser. So, hier sind jetzt Bomben in der Luft. Die sind Bomben in der Luft. Hurra. Hier kommt jetzt der fliegende Teppich. Hurra. Da ist er. Ja, du musst Metanite nicht mal irgendwas tun. Ja, so. Dann überspringe ich kurz den Kampf hier. Der Kampf besteht aus genau einem Gegner, der jetzt eigentlich hier eingeleitet wird. Wir sehen den Gegner leider erst später. Traurig. Ich werde leider nicht verraten, was für ein Gegner es sich handelt. Es dauert leider noch ein paar Jahre. Okay. So. Aber wir machen jetzt einfach das, was Meta Knight am besten kann. Korrekt. Den besten Gleit im Spiel haben. Mhm. Ja. Das macht Meta Knight halt einfach. Meta Knight halt einfach sehr, sehr gut. Herr Felsbrocken, ja! Lass mich einfach von jedem Felsbrocken treffen, das ist auch gut. Wo ist der nächste? Ja! Der muss auch! Ja! Okay, perfekt. Das ist meine persönliche Hauptaufgabe, sich nur von jedem Feld. Bringt du das aber wahrscheinlich nichts, oder? Nö. Gut. Ich krieg einfach nur Prozent. Aber damit ich jetzt auch sowieso was auch, tun haben während den Autoscrollern. Ja, man muss ja irgendwie Spaß haben. Ja. Exakt bei der Prozentzahl landen. Genau, aber hier droppen jetzt zwei wunderschöne Gegner, zwei Riesenspieße, so, und der wird sterben und dann werde ich mal kurz ein bisschen Höhe gewinnen und das tun, was Meta Knight am besten kann, richtig. Hui. Ich hatte das noch nie, dass der Gleit hier geendet ist, aber eigentlich fliegt man hier einfach konstant durch, aber gut. Er macht den Gothic-Move. Ja, dann setze ich den einfach nochmal neu auf, weil eigentlich ist das halt ein konstanter Gleit bis hierhin. So. Oh, und jetzt gehen wir zu einem Bosskampf. Gegen... kennt ihr nicht. Kennen wir nicht? Also ich meine, es ist kaum kein Bosskampf. Die drei Charaktere machen einfach nur ihre Schwerter sehr graziell in die Luft und die Luft ist wieder sehr beängstigt. Ja, hier ist Galion, bekannt aus... Mechakong. Ja, ist halt ein Smash-eigener Boss, so Galion ist bekannt aus nichts. Okay, ich kenne den Film, das war, wo King Ghidorah noch dazu gekommen ist. Ah, okay. Hab ich wohl leider verpasst. Hast du verpasst damals? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre dieser Gorilla aus King of Monsters, der Mecha-Gorilla. Und Galion ist auch bekannt dafür, dass er im Story-Mode von Smash Bros. Ultimate auch noch drin war, beziehungsweise dass sie wiedergeholt haben. Aber falls ihr dachtet, Galion ist so cool, ich will den nochmal sehen. Ja, bitte. Ja, bitte. Hier ist Galion nochmal. Da ist er ja nochmal. Ah, sehr gut. Ich würde vielleicht nur ein bisschen was auffallen. Der verliert ein bisschen schneller Leben. Der Kampf war ein bisschen schnell vorbei, oder? Ja. Okay, hier ist nämlich der zweite Grund, warum Pokémon-Trainer der beste Charakter im Singleplayer ist. Zertrümmerer von Glurak. Glurak hatte diesen Move genau einmal. Das ist nämlich so, erst wird der Gegner von einem Felsen getroffen und dann splittert der Felsen und die Splitter machen auch nochmal Schaden. Ich glaube, den Rest könnt ihr euch ganz gut vorstellen. Ist ganz gut bei so großen Gegnern. Ja, so. Ha, jetzt springen wir über eine mysteriöse Plattform. Ha, die mysteriöse Plattform wurde übersprungen. Dann werde ich mal kurz hier hingehen und ein bisschen chillen, ein bisschen cruisen. Oh nein, ich sterbe. Oh nein, nein, wieso bin ich nur so scheiße in dem Spiel? Oh, ich bin am Ende vom Raum. Oh. Ja, passiert. Okay. Wieso passiert das bei euch nie? Oder? Nicht immer, nee. Okay. Was ist, wenn ich euch sagen würde, dass dieser Code, den ich gerade kassiert habe, dass der 2,5 Minuten gespart hat? 2,5 Minuten? Ich war die Ladezone denn weg? Ich werde kurz diesen einen Skip hier noch machen. Moment. So, ich habe sehr viel Momentum gesammelt. Okay, perfekt. Dann muss ich hier noch drüber. Okay, so, jetzt passiert hier nichts Relevantes mehr, deswegen. Also.
Es gibt ja verschiedene Formate. Es gibt ja PAL, es gibt ja NTSC, es gibt ja NTSCU, NTSCK, es gibt ganz verschiedene Formate. Die PAL-Version von Brawl ist eigentlich die, die als letztes rauskam, so wie meistens halt. Problem ist nur, irgendwie haben sie es geschafft, die Respawn-Trigger in diesem Spiel in der PAL-Version ein bisschen kaputt zu machen. Dementsprechend ist es bei manchen Auto-Scrollern möglich, dass man anstatt, dass man zu dem Respawn-Trigger, wo man hin soll, hingeladen wird, dass man zum nächsten geladen wird, der aktiv ist. Und in dem Fall ist der nächste Respawn-Trigger, der aktiv ist, halt der nach dem Auto-Scroller. Das ist gut. Weil wenn der Auto-Scroller auf jeden Fall. Ja, weil wenn der Auto-Scroller halt nicht aktiv ist, dann sind die Respawn-Trigger im Auto-Scroller halt auch nicht aktiv. Und das sorgt halt dafür, dass der Kampf, der den Autoscroller startet, geskippt wird, dass der Autoscroller geskippt wird und dass der Kampf nach dem Autoscroller geskippt wird, was halt insgesamt 2,5 Minuten sind. Nice. Deswegen spart dieser eine Tod nur in der PAL-Version, also für uns alle, das heißt Leute, wenn ihr das Spiel spielen wollt, das Spiel ist gar nicht mal so teuer auf eBay und so, wenn ihr das Spiel spielen wollt, ihr habt extra in Europa exklusiv schon mal alleine da 2,5 Minuten Timesave. Klar, die Leute, die das Spiel international spielen, haben sich die PAL-Version natürlich auch gekauft, aber... Vor ein paar Jahren hast du mir nachgeholt. Ich glaube, ich habe damals 10 Euro bezahlt oder so. Weiß nicht, wie es heute genau ausschaut. Ist ja alles durcheinander gegangen. Ja, aber ihr könnt euch, wenn ihr die PAL-Version holt, euch trotzdem wie was Besonderes fühlen. Funktioniert nur hier. jetzt muss ich auch mein Geheimnis verraten. Einige der Skips, die bisher benutzt worden sind, ich habe möglicherweise ich gefunden. Aha. Deswegen, weil ich erwähne das gerade so, weil der Death Warp, der gerade geschehen ist, der war möglicherweise von dir. Bin ich schuldig. Sehr gut. Das, du bist die ganzen schönen Death Warps und die anderen haben die Rekorde geholt. Das ist fies. Ja, ich hatte in dieser Kategorie nie wirklich Interesse, aber ich habe irgendwie dann doch irgendwie 5 bis 6 Skips gefunden. Aber gut, die anderen Kategorien habe ich auch alle gebrochen durch irgendwas Dummes, deswegen es passt. Das hier war kein Glücksgriff. Aber ich habe halt irgendwie jetzt, hab irgendwie diese 8 Leute dazu gezwungen, sich die PAL-Version damit zu kaufen. Deswegen, ich finde, das ist ein absoluter Gewinn. Ja, das ist ein Achievement. Mehr PAL-Version. Ja. Das, was du gerade gesehen hast, hier ist übrigens das beste Star Fox-Spiel der letzten 15 Jahre. Ah ja. Eigentlich mit den anderen. Ja. Leider. Beste Star Fox-Spiel der letzten 15 Jahre. Fox, Backthrow, riesige Affe. Exakt. Das ist mein mein Name von Star Fox-Spiel. Wobei, ich fand das Sword eigentlich ganz gut. Also relativ, ja. Ich bin eben ganz, ganz oldschool Super Nintendo, Star Fox. Ich mochte N64 am liebsten. Ja, das haben sie, stimmt. Das können wir vielleicht nochmal reinnehmen, also für Oldschool-Classic-Fans. Mhm. Ja, weil das war ja auch eher fast schon ein Remake vom Super Nintendo-Teil. Ja, und kam ja nochmal auf dem 3DS raus. Ja. Und dann war Star Fox lieber praktisch. Auch mal Star Fox 64. Ja, Zero habe ich mir tatsächlich noch mal gekauft vor einiger Zeit, weil irgendwie ein bekannter Internethändler hat es für 9 Euro verramscht. Kommt mal 9 Euro für ein originales Nintendo-Game. Und dann nach Jahren wieder gezockt und gesagt, nee. Oh, ich will mein Geld zurück. Nee, nicht für 9 Euro. Ja, mir tut der Director bei Platinum Games halt wirklich leid, der Bayonetta 2 und Star Fox Zero directen durfte. Das ist so schlimm, wenn man nur an Flops beteiligt war. Ich fand die beiden Spiele jetzt auch nicht sonderlich gut, aber... Bayonetta geht natürlich, ne? Bayonetta, der allergrößte Fan. Ich bin da, die kommen ja immer durcheinander. Drück auf den Knopf und der Bildschirm explodiert in allen Farben. Ich sehe da einfach nichts. Bayonetta ist eins meiner Top 5 Lieblingsspiele, also Bayonetta 1, aber Bayonetta 2 ist halt... Ja, ich fand auch den ersten viel besser. Vor allem der zweite Teil auf der Switch hat auch Performance-Probleme ein bisschen. Ja, ist das schon auf der Switch rausgekommen? War doch auf der Switch, Wii U, oder? Wii U-Game war das. Bayonetta 2 erschien für die Wii U und für die Switch. Ich hab's nur auf die Switch gespielt und selbst da hatte sie Performance-Probleme. Ja.
Das Schöne war halt bei Bayonetta 1, bis der PC-Port kam, war der Wii U-Port halt tatsächlich der bestlaufendste Port, der rauskam. Weil das andere, die anderen beiden waren halt die Xbox-Version, die okay lief, und der PS3-Port. Und wir reden nicht über PS3-Port. Nee, sind meistens, die Version, die ich noch daheim habe. Nicht so. Die PS3-Version habe ich noch daheim. Not nice. Ja. Mich sehr. Also es ist wirklich schön, wenn das Spiel mal irgendwie 10 FPS erreicht. Aber um da mal eine spezielle Meinung zu vertreten, pro Kurzhaarschnitt Bayonetta aus Teil 2. Ja, finde ich auch besser als im ersten. Also die Frisur jedenfalls. Mhm. Das ist das Wichtigste an dem Spiel, ne? Die Frisur. Natürlich. Bayonetta. Da wird es eh noch 2 Minuten vor dem wahrscheinlich vor allem der interessantesten Tricks in diesem Spiel sind, muss ich noch schnell eine Meinung droppen. Bayonetta 2 ist echt nicht gut. Ich mag es echt nicht, wie das Spiel einen dazu zwingt, die ganze Zeit die Hexenzeit zu spammen, weil ansonsten nichts Schaden macht. Das ist richtig, richtig grauen. Mhm. Das muss ich noch kurz tun. Weil sie zu spammen ist leider tot. Lutsch den Lutscher für mehr Abwehrkraft. Mhm. Yeah. War ein sehr schöner Beitrag. Leiter, yeah! Dark Rooms, oh nein. Sehr gut. Aber im Bayonetta 1 Beitrag wussten wir damals, wenn wir das auf MTV senden können, können wir alles senden. Wir werden nichts mehr sagen. In der gleichen Folge habe ich die Top 4 der Pac-Man-Geister verbaut, wo es einfach die 4 Pac-Man-Geister mit Namensnennung waren. Ja, Top Tier. Wer war Top Tier? Clyde. Natürlich, wer sonst? Natürlich Clyde. So, jetzt kämpfen wir gegen das FLX. Ach nee, Moment, das Dark Samus. Ach nee, auch nicht. Okay, wir kämpfen aber zwei. Gegen. Ja, also wir kämpfen gegen Lila Samus, die aber weder das FLX noch Dark Samus ist. Hi. Okay. Was hast du gesagt? Hallo, hört mal über mich. Ja, wir können nicht hören, wir waren gerade nur sehr gespannt darauf. Also ich habe auch keine Ahnung, wo die Samusse Samis, ich weiß nicht, wie man die Mehrzahl von Samus. Samusse. Samusse, ja. So wie Bus und Busse. Yeah. Ja. So. Wo die herkommen, keine Ahnung. Ja, gute Frage. Also wir kämpfen jetzt, also wir laufen jetzt ein bisschen rum mit Samus, der wahrscheinlich dem Charakter mit einem der langsamsten Movement Speeds im Spiel. Fragt man sich natürlich, Moment, ist das hier nicht ein Speedrun? Warum nehme ich denn freiwillig einen Charakter mit geringem Movement Speed? Du hast die Speed Boots noch nicht. Oder die Screw Attack. Die hab ich leider noch nicht. Ich hoffe, ich schalte die irgendwann noch frei. Das ist vor allem auch lustig, dass Samus so langsam läuft. Wenn Samus halt, also wenn Metroid so eine große Speedrun-Kultur hat. So. Aha. Der Grund, nämlich, warum ich Samus ausgewählt habe, ist, damit Samus sterben kann. Sie macht einen auf Yoshi. Mhm. Ja, wirklich. Es ist sehr traurig. Ah, das ist jetzt mal 18 Minuten weiter oder so, ne? Nein, nicht ganz. Moment. Okay. Der Grund nämlich, warum Samus gerade gestorben ist, ist, eigentlich ist dieser Raum halt gigantisch und man muss ja praktisch ein Puzzle lösen und ein paar Kämpfe machen und so weiter. Ihr habt vielleicht jetzt gesehen, wir haben gar nicht mal so viele Puzzles gelöst und gar nicht mal so viele Kämpfe gemacht. Mhm. Ja, ist leider. Wir haben da ja nicht ganz das gemacht, was die Entwickler wollten. Okay, jetzt mache ich einen sehr präzisen Sprung. Ich hoffe, er funktioniert. Moment. Okay, first try. Nice. Man muss halt praktisch die Wandsprünge und Doppelsprünge und den Recovery Move von Pikachu wirklich richtig, richtig präzise timen, damit man nach praktisch dem Weg zurückgehen kann, weil eigentlich soll man halt erst da unten hin einen Kampf machen, den Raum nach oben climben und dann von dem Raum, wo ich danach war, nachdem ich den Raum hochgeclimbt bin, von rechts dann kommen und dann erst den Schalter berühren. Man kann einfach rückwärts gehen, okay? Es geht gerade so. Und das ist sehr cool. Ach ja, hier ist Ridley, weil... Weil Ridley cool ist, das Spiel braucht noch einen Ridley. Nee, haben also wir leider vermisst in Metroid Dread. Welche Pokédex-Nummer hat denn Ridley hier, wenn er gegen Pikachu kämpft? 420. Mhm. Ne, also die Lore von warum Ridley in diesem Spiel ist, das halt einfach, okay, Samus und Pikachu betreten einen Raum.
Okay, auf einmal taucht Ridley auf und greift Samus. Okay, hi, das war die Geschichte. Ja, Ridley ist halt ein Stalker. Der will unbedingt... Er ist halt einfach mit, da. ...sich mit Samus unterhalten. Spiel ohne mich? Das kenn ich. Okay, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Weil die letzten paar Level waren jetzt, auch wenn ich jetzt nicht sonderlich viel darüber gesprochen habe, die waren sehr movement-intensiv und anstrengend. Aber jetzt, es gibt erstmal wieder ein bisschen Ruhe, nämlich ich spiele jetzt mit Captain Falcon. Und hey, der Charakter ist bekannt dafür, sehr langsam zu sein. Wir chillen ein wenig. Ich meine, jetzt kommt er nur aus dem Rennspiel. Also ich meinte, war es Rennspiel? Moment. Ja, wie hieß die Reihe nochmal? Ja, du siehst es doch, er rennt doch, ist aus dem Rennspiel. Ja, stimmt. Track and Field, oder? Ja. Wie hieß die Reihe nochmal? Excitebike. Nein, Mann, stimmt. Das war Wipeout. Das war Wipeout. Das ja, Xbox-Spiel also, ist es doch, oder? Weiß nicht, es kommen davon immer so viele Spiele, deswegen kommt bei den ganzen Filmen gar nicht mehr so hinterher. Es ist halt wirklich besonders, dass der Grund dafür ist, warum kein SEO kommt, dass Nintendo meint, oh, wir haben keine Ideen dafür, und dann taucht der SEO in Nintendo Land auf. Tja. Rennt sich doch jemand in Nintendo Land? Ich tue es. Schlicht. Das war so ein Gedanke hier, okay, wir haben so viele F-Zeros gemacht, können wir was Neues damit machen? Muss ich sagen, ja Leute, wollt ihr Autos neu erfinden? Was ist hier los? Lass die Dinger mal einfach fahren. Ja. Ich weiß halt wirklich nicht, warum die unbedingt das Rad neu erfinden wollen mit SEO. Also ich meine, Fast AMX kam doch auch raus und das war auch super. Und wir haben jetzt auch das Rad nicht neu erfunden. Ja. Vor allem mit F-Zero kannst du doch eigentlich nichts falsch machen. Jedes F-Zero war bisher sehr gut. Ja, müssen die Serie zur Pokémon Company geben. Dann kommt auf jeden Fall jedes Jahr das gleiche Spiel raus. No? Ganz easy. Okay. Gerade wieder praktisch gleiches Prinzip wie vorhin. Charakter war nicht auf dem Bildschirm, dementsprechend, oder beziehungsweise auf der Plattform. Die sind jetzt auch wieder weggegangen. Ja, die hatten keinen Bock. So, jetzt spam ich hier ein bisschen Trommeln und mache die Wolken kaputt. Jetzt gehe ich hier hin und warte, bis die Gegner zu mir kommen. Und das war's. Donkey Kong. Donkey. Monkey Kong. So, jetzt kommen wir zu Gletschergipfel. Das, also, es ist auf jeden Fall der längste Order Squad im Spiel, aber es ist das zweitlängste Level im Spiel. Was nicht das letzte Level ist. Gar nicht mal so viel, so wenig Autoscroller in diesem Game. Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, warum sie die überall gespammt haben. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist so wirklich der einzige Grund, wirklich, also einer der wenigen Gründe, warum ich Story Mode halt gar nicht so gern run. Mhm. Also, privat, weil halt. Ja, das Scroller, die ziehen schon ein bisschen Geschwindigkeit raus. Shoot'em-up-Fans gedacht. Ja, also das Movement ist schon wirklich richtig knorke und ich performe das halt auch super gerne. Aber manchmal wäre ein paar... Aber gut, das Ding ist halt so, ich habe jetzt schon es geschafft, ein paar Autoscroller zu überspringen. Mit irgendwelchen Skips, die ich gefunden habe. Vielleicht werden es irgendwann alle. Das wäre natürlich cool. Tja, so wird's aber nichts, wenn du nicht mehr so häufig das Spiel spielst. Also diese Kategorie. Ja. Mindestens bis alle Autoscroller weg sind und dann in die anderen Modes Autoscroller einbauen. Oh, das wäre natürlich super. Ja, keine Ahnung. Aktuell war nicht das Spiel eh nicht so viel, weil die... ich weiß nicht, das Spiel ist für mich halt praktisch durchgespielt. So, wenn man halt in den Hauptkategorien, die nicht diese Kategorie sind, alle Weltrekorde mit sehr großem Vorsprung hat und keiner irgendwie Bock hat, die zu brechen, dann... Ja, klar. Verstehe ich irgendwann, ja. Dann run ich halt lieber andere Spiele. Ich habe letztes Jahr erst mit Link's Awakening für die Switch und One for Battle for Bikini Bottom angefangen und ich habe da haufenweise neuen Kram gefunden und da war ich irgendwie viel besser aufgehoben dann, als wenn ich mit Gore weitergemacht hätte. Gore ist für mich halt durch. Bei Link's Awakening habe ich auch gesehen, da sind sehr viele Skips schon so von Haus aus möglich gewesen. Außer natürlich einer der werten Zuschauer hat Lust, den Classic Mode oder andere Modi in diesem Spiel zu grinden, dann komme ich natürlich gerne wieder zurück und werde euch in Grund und Boden stören. Freundlich vernichten. Ja. Also vernichten, ja, aber mit einem Lächeln. Ja. So,
Wir haben übrigens auch die Ice Climber, aber versteht ihr, wir sind auf dem Gletscher und wir gehen den hoch, deswegen mit dir die Ice Climber. Ich kann ja leider keine Chain Grabs machen, weil hier keine Charaktere sind, aber ich werde es überleben. Wir haben Ice Climbers. Oh nein, die sterben! Was nicht so, waren nein, die nicht, waren die nicht auf der Wii U nicht dabei, weil sie auf dem 3DS nicht lauffähig waren als Doppelcharakter? Irgendwie das, sowas das war der Grund, ja. No? Okay. Weil 3DS und Wii U müssten ja gleichwertig sein, so gut es geht. Hm. Ja. Zwei Charaktere auf einmal, das geht ja nicht. Quatsch. Ja, absolut. Aber gut, Smash 4 sieht jetzt aktuell jeder nur noch als Prototyp für Ultimate und ja. Jucken tut es wirklich absolut keinem mehr gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht in 10 Jahren oder so wird es vielleicht so wie bei Brawl sein, wo Leute am Ende erst so meinen, ja okay, das Spiel war vielleicht doch ganz gut und wir haben das Spiel Unrecht getan. Ah, willst du mal Nostalgie haben, ne? Oh, ich bin mit dem Spiel aufgewachsen. Mhm. Irgendwann ist lang genug. Ja, lass mich nochmal gucken. Ja, genau, halt 10 Jahre lang das Spiel spielen und dann auf einmal sagen, boah, eigentlich? Also ich habe das Spiel ja schon immer gemocht. Mhm. Weißt du, diese Star Wars Prequels waren ja eigentlich ganz gut, ne? Also nicht das gleichzusetzen ist damit. Ich glaube, die Meme-Kultur ist halt wirklich das, was die Prequels auf einmal so wieder beliebt gemacht hat. Ich glaube, wäre die nicht da, dann ich glaube, dann hätten die wirklich dunkle Zeiten gesehen für den Feind. Ja, die Memes, denke ich, wirklich dann hauptverantwortlich. Plus, du hast natürlich die Nostalgie. Die sind jetzt fast 20 Jahre alt und mehr als genug Leute, die damals die zuerst geguckt haben. Ja. Kann man es ja auch verstehen. Das Beste, was aus den Prequel-Teilen von Star Wars kam, war halt Clone Wars, mal sagen, ne? Clone Wars war halt richtig, richtig gut. Habe ich leider nie zu Ende geguckt. Und letztes Jahr kam auf Disney Plus jetzt Staffel 7 raus. Die Marvel nach das Beste, was jemals... Ist noch nicht mal abgeschlossen. Es gab verschiedene Clone Wars-Serien, glaube ich. Wie lange geht denn der Clone Wars? Die eine von Genndy Tartakovsky, die kam irgendwie 2003 raus oder so. Das ist aber eine andere im Vergleich zu der, die halt später rauskam. Das eine war Clone Wars und das andere The Clone Wars? Irgendwie sowas, ne? Ja, das müsste es gewesen sein, ja. Also ja, aber da gibt's recht viel. Mhm. Also die Prequels, ja. Alter Mann. Ich habe Empire Strikes Back auf Kassette geguckt. Das reicht mir. Ich habe Star Wars noch geguckt, bevor ich wusste, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Oh. Ja, das war für mich eine Überraschung. Unfassbar. Ja, ja. Und jetzt hast du es allen gespoilt, die es noch nie gesehen haben. Ups. Ich bin halt erst 21, so ich habe, glaube ich, als erstes Simpsons-Parodien davon gesehen, als ich Star Wars selber gesehen habe. Ich kam in dieser komischen Zeitperiode auf die Welt, ja. Macht ja nichts. Fassbar. Attack of the Clones im Kino gesehen. Das war so schlimm, ey. Ich auch, im Kino. Klingt nach dem Grauen. Hier ist übrigens Metal Mario bekannt aus. Super Smash Bros. 64, Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. Brawl, Super Smash Bros. For Wii U, Super Smash Bros. For 3DS und Super Smash Bros. Ultimate und so ein anderes Spiel für den N64, was ich nicht kenne. Ja, das fällt mir jetzt nicht ein, wie es hieß. Keine Ahnung. Relativ irrelevant wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas mit Bros, glaube ich. Ja. Hat irgendeine Zahl im Namen. Aber es war nicht Super Smash Bros. 64. Aber es hatte Super auch im Namen. Fällt nur der Zwischenname nicht ein. Muss ein super Game gewesen sein. Ja. Muss wirklich ein super Game gewesen sein. Aber hier haben wir jetzt den Charakter mit dem wirklich langsamsten Movement Speed, nämlich Snake. Snake ist... Es sagt viel darüber aus, wenn die Ausweichrolle von Snake das schnellste ist, was er sich bewegen kann. Mhm. Krieg alte... Zelda 64. Ja. Zum Glück brauchen wir aber Snake in den ersten zwei Räumen, weil jetzt haben wir Meta Knight ist, ein bisschen gut. Ich hab gar nicht gemerkt, dass er hinter der Wand rausgeguckt hat. Er will nicht mehr. Meta Knight versteckt sich in der Cutscene tatsächlich auch. Snake versteckt sich in der Cutscene auch in der Box und dann kann Lucario die Aura von Snake spüren und dann wollen die gegeneinander kämpfen. Aber dann fällt Lucario ein, Moment mal, wir sind ja auf dem Schiff vom Gegner. Hinter uns taucht auf einmal eine Armee von Primiden auf und Snakes Aura ist ja blau und die der Gegner ist rot. Dementsprechend ist Snake unser Freund und die andere sind nicht unser Freund. Das ist die Story, deswegen mögen die sich jetzt. Okay, wir haben Kraft der Freundschaft und auf der Augen, keine Ahnung. Neu bei dem Spiel, sehr gut.
Ach ja, wir haben auch den Kampf zwischen der, wie hieß das Schiff aus Star Fox nochmal? War das die Grey Fox oder war das am Anfang? Grey Fox war der Vater von Star Fox oder von Fox McCloud. Oder? War das nicht der Vater? Nee, das war James McCloud. Oder denke ich jetzt an den F-Zero-Fahrer, der auch McCloud hieß irgendwie. Auf jeden Fall, das ist das große Schiff aus Star Fox hat gegen die Halbert gekämpft. Das große Schiff aus Star Fox hat verloren. Aber durch den Kampf konnten Meta Knight auf die Halbert und die Eisklemmer sind vom Berg gefallen. Mhm. Das Climb war leider nicht gut genug im Climb. Sad. Easy. Ja. So, jetzt dürfen wir 6 Barrieren zerstören. Es sind 6 Gegner in diesem Raum. Ich frage mich, was die Barrieren runter machen wird. Bin mir nicht ganz sicher. Aber hier eine weitere Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Ich fand's so schön, wie wir vor dem Gegner standen und besiegt haben. Voll die Dark Souls Physics hier. Also ja, durch die Wand besiegen. Mhm. Es ist wunderschön, wie der stärkste Move von Meta Knight mit Abstand, also Down Smash, nicht nur im 5. Frame rauskommt, im 4. Frame rauskommt, sondern auch noch durch Wände geht. Weil es einfach so eine massive Reichweite hat. Großartig. Aber jetzt haben wir lustige AI-Kämpfe. Man könnte natürlich auch meinen, wieder die Charaktere gucken nur die Luft an, aber nein. Hier sind Peach und Zelda, weil Peach und Zelda wurden übernommen von bösen Partikeln, gegen die wir schon die ganze Zeit kämpfen. Und dementsprechend sind wir gar nichts drauf. Ja, also der Kampf kann deutlich anders aussehen. Also die AIs können entweder immer nix oder sind brutal wie irgendwie so. Aber jetzt hatten wir gerade Glück. Generell die AI-Kämpfe laufen aktuell ziemlich gut. Aber da, Moment mal. Wir haben gerade Zelda und Peach befreit. Aber warum ist da jetzt Sheik? Ich dachte, wir haben Zelda befreit. Moment. Ich verstehe das nicht. Ich sag's ja, wo ich nach vielen Jahren Zelda 64 mal wieder durchgespielt habe. Ich hatte komplett vergessen, wer Sheik ist. Ja, also ja, ist mittlerweile auch schon ein bisschen her, aber so ein paar Jahre dazwischen und ich war wieder überrascht. Voll blöd, ey. Kann man mal vergessen, ja. Nach so vielen Jahren. Was war denn da nochmal? Gehen wir weiter. Ja, jedenfalls, ja, dieses Level hier heißt halt Schlachtschiff Halbert außen, aber wir befinden uns dann doch irgendwie für über die Hälfte des Levels drin. Während das andere Level Schlachtschiff Halbert innen hieß und wir uns dann 100% innen drin befunden haben. Ja, da gibt es sehr viel Sinn. Wir waren jetzt dann im 3. Level auf der Halbert, wir waren in diesem Level außerhalb der Halbert, in dem letzten Level innerhalb der Halbert, es fehlt nur noch ein Bereich der Halbert. Dann waren wir überall. Vielleicht kommen wir da noch hin. Das ist die Halbert ist inspiriert hier aus dem einen Modus aus Kirby Superstar. Oder Kirby Fun. Kirby's. Ist das hier Kirby's Fun Pack oder hieß es in Amerika Kirby's Fun Pack? Fun Pack, das war Super Nintendo, die amerikanische Version, ne? Ja, bekannt. Was ist denn hier? Ist Kirby's Dream Land 3? Nein, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, hier hieß es dann Kirby Superstar. Superstar war es, ja, du hast recht. Ja. Also die DS-Version hieß dann Superstar Ultra und es war auch die weitaus bessere Version. Also einfach nur, weil sie viel mehr Content hatte. Ich muss wieder versuchen, den Cycle zu erwischen. Das sollte noch funktionieren. So, geh über die Flammen, ja! Ich mag die Flammen. So, Cross Recovery. Okay, ich wusste nicht, dass man sich da nicht festhalten kann. Ja gut. Schade, Cycle fast bekommen. Egal, dann stirbt Peach halt nochmal. Sehen wir halt noch ein paar mehr Tore hier. Auch okay. Weil der normale First Cycle ist halt, man geht in die Tür praktisch kurz bevor man zerdrückt wird. Der Knock. So, jetzt befinden wir uns wieder außerhalb der Halbert, aber diesmal auf der anderen Seite. Wir sind praktisch nur über eine über den Brückengang gegangen oder so und befinden uns jetzt halt auf der anderen Seite, um halt auf dem zentralen Oberteil der Halbert zu sein, was das einzige Gebiet ist, wo wir noch nicht auf der Halbert waren. Und da werden wir jetzt auch kämpfen. Natürlich gegen Meta Knight.
So wie im Original. Ich dachte, er wäre unser Freund. Unfassbar. Man kommt also, den Dr. Robotnik. Also, falls ihr euch fragt, was da ist im Hintergrund. Das ist Meta Knight? Das ist Duon, nein. Das siehst du doch. Das ist Duon. Soll ich euch aber sagen, wer das wirklich ist? Also die bösen Primiden da, die haben es geschafft, dass die Trophäen halt verändern können. Und die haben für Duon die Trophäe von keinem geringeren als Mr. Game & Watch verwendet. Also kämpfen wir gerade gegen Mr. Game & Watch. Ich meine, Duon ist praktisch Mr. Game & Watch ins Gesicht geschrien. Ja, es ist die eindeutige Evolutionsstufe. Ja, natürlich. Wir haben für diesen Kampf Snake genommen, weil alle Charaktere, obwohl wir 6 zur Verfügung haben, so kompletter Müll sind, dass Snake es irgendwie schafft, der meiste Schaden zuzufügen. aber ja, wir haben gerade Mr. Game & Watch freigeschaltet, weil Duon war Mr. Game & Watch. Mhm. Warum auch immer. Passiert schon mal. Okay, jetzt kommen wir zu Super Bombenfabrik 1. Das Level ist sehr lang. Das Level ist halt sehr rätselbasiert. Es basiert auf basiert darauf, dass wir in sehr viele verschiedene Räume gehen und ein paar Schalter aktivieren und halt irgendwann in diesem gigantischen Labyrinth das Ende vom Level finden. Dementsprechend wird das Level hier ja, schon ein paar Minuten dauern. Es dauert halt irgendwie ein bisschen, das Ende vom Level zu finden. Das ist halt leider ein bisschen hart. Kann ich leider nichts gegen machen. Ich muss hier nur kurz die ganzen Warps töten. Ach ja, das Level ist vorbei. Die Beschreibung, die ich nämlich gerade gegeben habe, ist, dass man ein Casual-Spieler ist und das Spiel zum ersten Mal spielt. Aber wenn man natürlich in einem Labyrinth direkt den Ausweg kennt, dann. Also so quasi ein Labyrinth, ja? Das ist, also eigentlich ist es ein Labyrinth, weil eigentlich führt jede Abzweigung irgendwo hin. Das Problem ist nur, wenn man halt weiß, welche Abzweigung die richtige ist, dann ist das Level gar nicht mal so lang. Aber jetzt sind wir hier beim... Diesmal troll ich nicht, dieses Mal ist es wirklich das längste Level im Spiel. Ich glaub dir kein Wort mehr. Ja. Das ist so das längste. Dieses Level hier heißt Supra-Bombenfabrik, nicht zu verwechseln mit Supra-Bombenfabrik, wo wir gerade drin waren. Ah, natürlich. Natürlich. Die haben den Level halt nicht irgendwie eine 1 oder eine 2 gegeben. Die haben die Level aber gleich. Das ist eine andere Fabrik. Ja. Ja, natürlich, eine andere Fabrik. Man muss einfach anhand der Levelnamen raten, ob es jetzt der erste oder das, also beziehungsweise anhand des Bilds erraten, was angezeigt wird, ist das erste oder zweite Level ist. Da kannst du die Schilder wiederverwenden, wenn du keine 1 und 2 hast. Einfach. Ja. Also ist es halt, bei Wildnis, da gibt es das zweimal, bei Superbombenfabrik gibt es zweimal, Forschungsstation gibt es zweimal. Subraum später gibt es zweimal. Ja, na gut. Jedenfalls müssen wir jetzt drei Schalter öffnen. Diesen Kampf hier kann man in New Game Plus, also in einem Modus praktisch, wo alle Level schon freigeschaltet sind, wo man halt einfach jeden Charakter wählen kann. Den kann man überspringen hier, aber indem man einfach die Wand knutscht mit Meta Knight. Aber wir sind nicht in New Game Plus, wir sind in Any Percent. Wir nehmen hier die Charaktere, die das Spiel einem gibt. So, das waren die wunderschönen drei Schalter. Das Level ist halt wirklich sehr Movement- und Kampfbasiert, vor allem in der zweiten Hälfte. Das Level hat auch, um es schon mal vorwegzunehmen, 0 bis 1 Autoscroller. Okay. Da kann man sich ja vielleicht schon mal denken, was da vielleicht auf einen zukommen könnte oder vielleicht auch nicht, wenn wir Glück haben. Keine Ahnung, wovon du redest. Weiß ich auch nicht. Das ist jetzt übrigens kein Autoscroller, das ist nur ein Pseudo-Autoscroller. War das dieses FIFA halt gerade? Der Pseudo-Autoscroller hier ist einfach nur dafür da, hey, ihr kommt jetzt, wir droppen Primiden. Cool. FIFA ist also auch ein Charakter bei Smash. Das ist dieser Riese. FIFA, FOFAM. 2000.
So, dann werde ich kurz diesen Block hier zerstören, weil da ist der Schlüssel. Und da werde ich mich jetzt mit Samus und Pikachu treffen, weil die sind doch Bros. Die sind Bros, ja, die sind alle Bros. Und Rob ist auch da. Also dieses Mal der richtige Rob, nicht der Rob, den wir die ganze Zeit umgebracht haben, der richtige Rob. Ja, bekanntes Peripheriegerät für den NES. Das ist meine Lieblings-Smash Bros. Charaktere. Also und Rob, was ist dein Lieblingshobby? Kreisel. Kreisel. Mal Kreisel, Rob, sonst nichts. Rob bewegt sich hier auch wesentlich schneller als was das originale Peripheriegerät es jemals konnte. Mhm. Weil das war ja praktisch nur aufnehmen. Sehen. Es war ein sehr besonderes Gerät. Wir hatten doch mal den Duango hier. Hatte der den Roboter mit? Ja. Damals? Ja, cool. Wie ist es? Nicht Speedbot, sondern Testbot. Genau. Ja, den originalen Testbot hat er dabei gehabt. Nice. Droppt tatsächlich auch der Gegner, wenn man sich noch daran erinnert, in Wildnis 1, wo ich gesagt habe, ich habe gerade die Einleitung von einem Charakter übersprungen. Hier, das ist der Gegner. Also von Gegner ja, halt. Der Draco. Das ist ein Drache mit einem Kern. Und er nicht immer? Ja, sehr spannend. Okay, muss mich jetzt konzentrieren. Ich hoffe, ich krieg's hin. Es wäre cool, es ist aber sehr hart. So, Warp, Captain Falcon, Donkey Kong, so. Let's go, Rob. Moment, das ist noch nicht vorbei. Okay, wir haben den Oldschool übersprungen. Oh, okay. Nice. Good job, Rob. Yeah! Problem ist nur, es kommt mehr. You had one, Rob. ich hab vergessen, dass der Oldschool hier am Ende existiert. Weil er halt so... Er ist da. Und er sagt nicht viel aus. Na gut, jedenfalls, die Erklärung dafür ist, die Recovery von Warp reicht aus irgendeinem Grund gerade so gut genug aus, dass man über die Wand kommt. Man muss halt nur wirklich in genau den richtigen Winkel fliegen, sonst kommt man nicht über die Wand. Ansonsten fliegt man einfach gegen die Wand und fällt wieder runter. Man darf in den Autospoiler rein. Und man hat nur genau eine Chance dafür, weil man muss halt praktisch aus dem Spawn direkt schon den Sprung buffern und dann direkt die Recovery nutzen, ansonsten kriegt man es nicht hin. Ja, da war gerade eine Tür, auch wenn es gerade so aussah, als würde ich mich Captain Falcon umbringen wollte. Falcon Key! Also, da ist Meta Whitley. Erklärung? Kann ich mit der Erklärung einfach aufhören? Fusioniert mit Meta Knight natürlich. Ja. Okay, ja. Wir haben kurz im Kamehaus vorbeigeschaut, haben Fusion gelernt. Von den kleinen Scheißern. Ja, wir haben die Ohrringe. Otaro-Ohrringe? Ja, genau. Haben sie geklaut. Otaro, ja. Okay, also, was ich denke, was sich die Entwickler dabei dachten. Also, normal ist Meta-Whitley halt so wie Whitley einfach aufgetaucht. So, die ganzen Charaktere sind halt auf Captain Falcon Schiff gelandet. Und dann, ja, sind die halt weggeflogen. Dann tauchte Meta-Whitley auf. Ich denke halt, was die Entwickler dabei dachten, war, okay, wir haben hier eine Escape-Sequenz und die Insel fliegt gleich in die Luft. Wir brauchen noch einen Boss. Wir brauchen noch einen Boss. Und da gibt es auch so ein Spiel. Da gibt es viele Escape-Sequenzen mit so Zeitlimits und so. Keine Ahnung, Moment, was du meinst. Sonic the Hedgehog. Ja, Sonic the Hedgehog, genau. Ja, stimmt. Kommen wir jetzt auch zum nicht letzten Orbscroll im Spiel, dem vorletzten, sondern dem letzten, wo man es nicht beeinflussen kann mit der Geschwindigkeit, mit der Schwierigkeit, wie lange es ist. Der Autoscroller müsste immer 29 Sekunden lang sein. Reicht nicht ganz für eine Banane? Ich habe keine Banane mehr hier, leider. Ah, so sad. Ich hab Äpfel noch hier. Moment. Traurig. Meta-Knight wäre sogar gerade fast gestorben. Mit Pit kann ich es auch machen. Aber mit Meta-Knight ist natürlich alles einfacher. Ja. Oh nein, hier sind ja zwei ominöse Plattformen und der Autoscroller wird langsamer. Ich frag mich, was das bedeutet. Das ist ein Kampf. Oh mein Gott, da sind ja auf einmal Portale aufgetaucht. Okay.
Ich hoffe, es funktioniert. Moment, eins. Zwei. Ich muss sehr viel Geschwindigkeit aufbauen. So, das reicht. So. Hui. Okay, passt. Sind wir schon dran? Wieder schon weg. Das Level wurde abgeschlossen. Möchtet ihr mal raten, wie viele Kämpfe ich gerade übersprungen habe? Ich sag mal 3. Das ist korrekt. Ich hätte jetzt 4 gesagt. Dann wärst du nicht korrekt. Ich wäre nicht korrekt, nee. Also praktisch da, wo ich gerade drüber geflogen bin, da wären 3 einzelne Kämpfe gewesen, die alle ultra lange dauern, aber der Meta-Nein. Brauchen wir nicht. Genau. Wir brauchen keine forcierten Kämpfe. Wir haben Mechanheit. So. Manchmal denkt sich der fliegende Teppich halt auch einfach, okay, der Charakter existiert nicht. Deswegen, was sind das überhaupt für fliegende Teppiche? Woher kommen die denn? Ja, aus Mario 64, dein Level. Nein, das ja. Sehen die nicht, ne? Aber die sehen auch nicht so aus. Die auch nicht von Mario 2. Die sehen auch anders aus. Das stimmt auch. Nee, das sind spielinterne Gegner. Wahrscheinlich, ja. 99% der Gegner hier sind spielintern, weil, weißt du, die Entwickler dachten sich halt so, okay, wir haben jetzt hier all diese IPs. Mhm. Wie setzen wir die im Story-Mode um? Okay, wir adaptieren ein paar Gegner aus Mario und ansonsten machen wir ein paar eigene Stages. Weil wir könnten ja auch ein paar Welten und so aus anderen Spielen nachbauen, wenn wir diese ganzen IPs haben. Schade eigentlich. Also, können wir auch nicht machen. Ja, das ist halt so viel verschwendetes Potenzial, weil die meisten Level hier fühlen sich halt einfach an wie, also wenn man es Casual spielt, wie generisches Wald-Level. Ja, ja, ja. Generisches Sumpf-Level. Ich weiß nicht, ob das da schon die Auflage war. Was ja zum Beispiel heutzutage ist ja so, dass die Paper Mario-Leute zum Beispiel nur noch Generic-Versionen machen dürfen. Also dann gibt es nicht den coolen Goomba mit der Schirmmütze oder so, sondern es ist ein Goomba. Hm. Oder ein Koopa. Wieso? Das ist irgendwie eine Auflage, dass da keine eigenen Charaktere mehr gemacht werden sollen. Also nicht wie Paper Mario 1 und 2, der Koopa Postbote und sowas ist nicht mehr. Einfach nur generic. Vielleicht machen wir lieber hässliche Figuren hier selber. Ja. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir jetzt einen Rückwurf auf den ersten Kampf. Ah, Spuck. Ah, okay. Sehr gut. Das ist vor allem auch sehr lustig, weil im ersten Kampf hat ein Kirby-Charakter gegen einen Mario-Charakter gekämpft und jetzt hat wieder ein Kirby-Charakter gegen einen Mario-Charakter gekämpft. Ja. Ja, wirklich. So. Das hätte ich für den Kirby-Speedrun wissen müssen, dass das geht. So. Ach, apropos Kirby. Hi, jetzt Kirby. Wir spielen ja ein Spiel von Sakurai und Sakurai. Also Kirby keine spezielle Rolle gibt hier. Hey, Kirby. Okay. Irgendwann muss Kirby ja eine spezielle Rolle haben. Ach ja, gut, ich sollte vielleicht mal die Lore erklären, warum hier die ganze Zeit Charaktere rumfliegen. Also, Ganondorf und Bowser wollten eigentlich die ganze Welt ins Chaos stürzen. Und of course, natürlich. Natürlich, ja. Das ist eigentlich die Geschichte vom Spiel. Mhm. Ding ist halt nur, weil die Meisterhand der Boss aus dem Classic Mode in Super Smash Bros. Ihnen es befohlen hat. Hat sich aber herausgestellt, die Meisterhand war eigentlich auch eine Marionette von einem Boss, der Tabu heißt. Also er heißt wirklich so. Mhm. Was ein blauer Schlumpf ist. Und dieser blaue Schlumpf hat da praktisch die Meisterhand umgebracht und alle anderen Charaktere auch. Und deswegen sind jetzt alle Charaktere tot. Mhm. Außer speziell ausgewählt. Mhm. Die halt so eine wunderbare Scherbe um hatten von König D, die aus irgendeinem Grund dafür sorgt, dass die Charaktere wiederbelebt werden und dass sie berührt werden. Okay. Es wird nicht erklärt, aber es existiert. Generell auch lustige Geschichte. Vor dem ersten Level von Brawl sollten eigentlich 3 Cutscenes laufen, die Story erklären und warum überhaupt irgendwas in diesem Spiel passiert, was passiert. Die wurden alle rausgenommen. Deswegen passieren einfach nur Dinge. Da machen sie sich da rein. Vielleicht war sie einfach zu deep. Er hinterfragt das nicht. Ja. No. Würden die Spieler nicht verstehen. Ja. Man muss das Spiel auch nicht verstehen. Okay. Dann wäre es vielleicht nicht ab 12, sondern ab 18. Ja. So viele harte Sachen passiert. So.
Das war jetzt der letzte Autoscroll am Spiel. Ich hoffe, ihr werdet sie vermissen. Ja, wenn's. Ja, schade, aber was willst du machen? Ja, passiert halt mal. Was soll ich machen? Hi, Wop. Bye, Wop. Man merkt vielleicht so, ich habe gar nicht mal so viel Interesse daran, die ganzen Charaktere einzusammeln. Wozu auch? Wir meinen, du hast es schon mal gemacht. Ehrlich. Ja, wozu auch wirklich. Der Grund dafür ist nämlich, ich kann mit den Charakteren halt spielen, die ich einsammle. Und aus sowohl Menügründen als auch aus, dass ich mit manchen Charakteren einfach nicht spielen will, sorgt das halt dafür, dass ich halt nur ein paar Charaktere einsammle. Und das ist auch gut so. So, der Gegner stirbt dahin, dann ein Hammer, dann noch einer. Das müsste jetzt. Okay, der eine respawn, super, dann war es jetzt das letzte reguläre Level im Spiel. Wario! Jetzt kommen wir zum letzten Level. Nämlich das große Labyrinth. Auch bekannt als. Meine Güte, ich kenne Leute, die hier 8 Stunden verbracht haben und immer noch nicht das Level abgeschlossen haben. Ich hoffe, das geht jetzt schneller als 8 Stunden. Das hier geht schneller als 8 Stunden, ja. Gut. Ja, 7 kriegen wir hin. Ja. Hier ist jetzt Mutant Tyrannia, bekannt aus Smash Brothers. Ja. Wir sind bekannt nicht mehr am Anfang des Spiels. Ja, das Pflanze war ja schon am Anfang dann noch dabei. Ja. Ist lang Zeit gelassen. Ja, wir waren gerade jetzt in der ersten Stage und jetzt, wenn wir durch diese Tür hier gehen, mysteriös, sind wir in der zweiten Stage. Ja, und wenn wir jetzt hier durch diese schattenverseuchte Tür gehen, ich war kranke Geschichte, was würde passieren? Oh, da ist ja Pit. Oh, wo kommt der denn her? Pit. Kann man sich. Pit habe ich nicht gesehen. Kannst du nochmal zeigen? Ja. Okay, man kann sich jetzt möglicherweise zusammenreimen, was in diesem großen Labyrinth passieren kann. Ich meine, so eine Art Boss-Rush oder wie? Wenn Mega Man das macht. Ja. Ja. Den wir übrigens in diesem Spiel leider noch nicht dabei haben. Okay. Aber Sonic war in dem Spiel schon dabei, ne? Haben wir nicht gesehen. Zum Freispielen. Ne? Du Lügsträger. Sonic haben wir noch nicht gesehen, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie den überhaupt so in eine Story mit reinpacken dürfen. Doch, Sonic ist Teil der Story. Sonic ist dabei, ja, okay. Ja, okay. Großer Auftritt hinten. Ja, also bekommt seinen Spezialauftritt natürlich. It's no Hi, use. Hi Kirby. Okay, praktisch. Wir machen jetzt einen Boss und Character Rush. Das heißt, jeden Charakter, den wir im Story Mode gesehen haben und jeden Boss, den wir im Story Mode gesehen haben, wird jetzt beendet. Mhm. Das Labyrinth ist halt sehr. Sehr verzwickt. Irgendwann werden einem halt auch angezeigt, welche Charaktere noch fehlen, beziehungsweise welche Bossen noch fehlen, aber das dauert ein bisschen. Deswegen ist das Spiel, ist das für Casual-Spieler halt ein bisschen kompliziert manchmal. Jetzt mal, die Türen sind wahrscheinlich sowieso alle fix immerhin, ne? Also wenn du mal weißt, wo was hinter ist. Ja, Türen sind fix, ja. Es gibt halt recht viel optionalen Content in diesem Labyrinth. Also klar, die Gegner und Bosse muss man alle. Die muss man alle besiegen, aber es gibt ja halt recht viele Items, die man noch einsammeln kann, die nicht Pflicht sind, aber man kann sie einsammeln. Aber da wir nicht die 100% machen, brauchen wir die nicht. Praktisch ist das Level hier Meta Knights Spielplatz. Weil also wir haben ja bisher noch gar nicht so viel von Meta Knight gesehen, jetzt werden wir praktisch nur noch Meta Knight sehen. Wenn eine Sache. Wenn es eine Sache gibt, wo Meta Knight gut ist drin, dann ist es Movement und schnelle Kills. Und das ist in einem Speedrun ganz angebracht, wenn man sehr gutes Movement und schnelle Kills hat. Gute Musik. Das muss ich eigentlich auch mal zu Smash Bros. Sagen. Die haben einen fantastischen Soundtrack, sehr gute Remixe von all ihren Franchises. Und so groß, ne? Die haben ja immer so 100, 200 Tracks oder so. Ja, ja. Also bin ich auch immer sehr beeindruckt. So, Yoshi hat super Arme auf den meisten Sachen, aber das Lustige ist halt, die AI ist nicht darauf programmiert von Yoshi, sobald Yoshi von der Stage fliegt, dass Yoshi springen darf. Hey, evil oder Yoshi. Oder irgendwie Move einsetzen darf oder irgendwas einsetzen darf. Deswegen stirbt Yoshi einfach, wenn Yoshi von der Stage flog. Tut halt seinen Job.
Ja, eben. Also einfach machen die gut. aber ja, wir haben alle diese Abschnitte hier schon mal gesehen. Das sind einfach, also wir haben einfach für die meisten Sachen nur Sachen recycelt, aber es gibt auch eigene Räume. Beziehungsweise die meisten, das sind ja meistens die Objekte, die recycelt sind, aber manchmal sind auch eigene Räume, also Räume halt recycelt für große Teile. Weil Tabu halt praktisch alle kopiert hat. So, Kopierschutz war nicht an und deswegen hat Tabu halt die ganze Welt eingenommen und kopiert. Und ja, deswegen installiert. Die brauchten halt irgendeine Ausrede dafür, um zu sagen, okay, wir wollen nicht unbedingt ein neues Level Design. Und deswegen sind wir hier. So, ich gehe in diese Tür rein jetzt, aus einem Grund, den ich später erklären werde. Eigentlich ist das hier halt ein Heilraum, aber er hat auch noch eine andere Funktion. Es ist einfach nur wichtig, dass ich in diese Tür gegangen bin. Jetzt gehen wir erst bei hier durch den, über den Wasserfall runter und versuchen, nicht von einer Bombe getroffen zu werden. Okay, perfekt. Und jetzt kämpfen wir gegen Captain Falcon. Oh. Yeah! Captain Falcon ist toll. Captain Falcon ist wirklich cool. Oder bin ich gerade gestolpert? Oh Gott. Der will noch nicht sterben. Ja, hat ja der Hammer dazu geholt. Wenn ich ein anderer Charakter außer Meta Knight, dann wäre ich jetzt vermutlich tot. Das Problem ist nur, Meta Knight ist Meta Knight und Meta Knight macht Dinge sehr, sehr gut. Okay. Oh, jetzt aber. Ja, was ich halt, also diesen Move, den ich halt die ganze Zeit verwende, nämlich Up-Special, ist halt der gleiche Move, den ich auch verwende, um zu gleiten. Weil der Move ist nicht nur dafür da, um zu gleiten, der Move hat auch extrem hohes Knockback. Was man sich, das heißt, wenn die Gegner halt in der Luft sind und man vor ihnen steht, dann kann man nicht nur Gegner nach vorne katapultieren, sehr doll, man kann sie auch hinter einen katapultieren. Das heißt, je nachdem, wie man die Hitbox trifft, hat man praktisch Free Game. So stirbt halt jeder Gegner durch einen Dash und dann durch den Abi. So. Aber da ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe, werde ich es beenden. Hey. Das war das Format. War cool heute. Das hat Spaß. War interessant. Na gut, wir brechen dann hier ist, ab. Ist ja nicht präsent, ne? Ja, stimmt. Das heißt, kann man abbrechen, wenn man will. Ich darf das Ende bestimmen. Okay, gut. Jetzt muss ich auch sagen, warum wir hier überhaupt in diese Tür gegangen sind. Wir haben gerade einen Teleporter freigeschaltet. Ja. Ja, ansonsten ist dieser Raum für nichts gut. Außerdem sind wir jetzt Glurak. Glurak ist cool. Glurak ist nämlich cool, weil wir haben Zertrümmerer. Und Zertrümmerer ist gut gegen Boss. Ich frage mich, was uns hinter dieser Tür erwarten wird. Oh, ein Auto. Durch. Nein, ein Duon. Oh mein Gott. Ja, wir haben nämlich jetzt bessere Charaktere zur Verfügung als Snake. Und hauen ein bisschen rein. Aber Duon so, hast ganz, du doch schon besiegt. Ja, und jetzt werde ich kurz in Shiggy wechseln, weil Shiggy hat gutes Movement, ein schnelles Movement, dass ich mal kurz Side Special buffern kann. Und, Hi Shiggy. War cool mit dir. Hä? Ja. Ich habe extra Shiggy gewechselt, damit ich möglichst schnell sterben kann. War schön. Aber ja, jetzt sind wir wieder in der Heilwelt. Bekannt aus vorhin, als wir auch in der Heilwelt waren. Wir werden einige bekannte Charaktere sein, wie nicht Lucario, weil Lucario ist woanders. Aber wir haben hier andere Charaktere, wie wie Schlange und Mr. Gable Watch nochmal. Stirbt Snake, yeah! Bei Snake ist es tatsächlich so, Snake stirbt nicht durch Dash und Dash und Shuttle Loop, also Shuttle Loop ist halt der obere Recovery Move von Meta Knight. Da muss man tatsächlich ein bisschen mehr Schaden zufügen wegen der. Sah aber gar nicht so aus. Snake ist halt ein bisschen schwerer. Deswegen muss ich irgendwie 10% mehr Schaden zufügen. Und sowas ähnliches wie eine Combo machen. So, hier ist ein wunderschöner Schlüssel. Eigentlich verlangt das Spiel halt, dass man eine Fahrstuhlfahrt macht. Aber bei Meta Knight so jucken wir uns nicht so ganz dafür, was das Spiel von einem möchte.
Bei Mr. Game & Watch ist das genau das gleiche Problem wie bei Snake, aber Mr. Game & Watch AI ist durchaus sehr aggressiv und der hat gerade einen neuen bekommen. Hätte das mich getroffen, hätte das die Eigenschaft von einem Baseballschläger gehabt und wäre gestorben. ist aber zum Glück nicht passiert. Aber ja, gut, Mr. Game & Watch verlief okay. Manche Runs sterben halt tatsächlich noch bei Mr. Game & Watch, weil die AI so aggressiv ist. Man kann sich zwar da rechts heilen und den Charakter wechseln, aber es dauert halt irgendwie... Es dauert irgendwie 30 bis 40 Sekunden, weil das Spiel so unfassbar lange lädt. Oh, deswegen Weltrekordversuche gar nicht mal so gut da. Lau viel Zeit verlieren. So, ich werde kurz den Glide aufsetzen. Ich sagte, ich will kurz den Glide aufsetzen. Okay, super. Ja, aber jetzt, wo wir ja mal unter uns und so. Habt ihr, jetzt wo ihr diesen ganzen Run gesehen habt, ist ja noch irgendwelche wunderschönen Fragen zu diesem Run dazu? Ich glaube, ich werde einfach, wenn wir es einmal fertig sind, wir einfach mal wieder mit nur den Cutscenes angucken und dann im Kopf miteinander kombinieren. Ja. Das muss ich mir auf jeden Fall jetzt einmal geben, dass ich einen Kontext habe, warum die alle miteinander rumlaufen die ganze Zeit. Ja. Aber grundsätzlich, also du hast ja, also es ist ja sehr Skip-heavy. Mhm. Ja. Das Casual wird es ja auch sowieso noch mal um einiges länger dauern. Aber auch ohne die Skips, wenn du dann nur schnelles Fortbewegen hättest, wahrscheinlich mindestens die doppelte Länge oder so, ne? Nein. Skip lässt es irgendwie 20 Minuten länger. Oh, okay. No. Oh. Ich hatte den Eindruck gehabt noch mal, weil du wirklich sehr viel Gelegenheit zum Skippen da hattest. No. Ja, aber die meisten Sachen, die... sparen halt gar nicht so viel, wie es vielleicht so wird. Mhm. Also klar, manche Sachen, die sparen der eine, halt... Der 1,5 Minuten war wahrscheinlich der längste, oder? Ja. Okay. Nee, warte, ich muss kurz überlegen. Also es gibt einen, also der von Wildnis, klar, der spart halt 2,5 Minuten. Der Battlefield Fortress gibt, also dem, wo ich den Autoscroller komplett kaputt gemacht habe, der spart 2 Minuten. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was 2 Minuten spart. Okay. Das gibt, den ich gerade in das Subspace Bomb Factory mit Warp gemacht habe, der war, glaube ich, 74 Sekunden. Sind leider nicht 2 Minuten. Ansonsten sparen die ganzen anderen Skips halt wirklich nicht so viel, wie man es vielleicht denkt. Meistens sind es halt einfach nur ein paar Sekunden. Das meiste, was halt diesem Spiel Zeit ausmacht, ist das Movement. So wie bei Mario für 60 zum Beispiel. Das ist ja klar, da kann die Route halt noch, also klar, der macht die Route natürlich auch ihren Teil, aber wenn man halt schlechtes Movement hat, dann bringt eine gute Route halt auch nichts. Ja. Ja. Ach ja, hier ist Porky wieder. Porky. Porky macht am Anfang immer einen Kill-Move, den muss ich ausweichen. Porky hat zum Glück 2 Hitboxes, ich muss nur kurz vor der Bombe fliehen, weil die Bombe macht sehr gemeine Sachen. Diese kleinen Porkys sind auch Bomben, deswegen muss ich dafür kurz in die Luft springen und so. Porky lief sehr, sehr gut. Wenn man beim Porky nicht aufpasst, weil man meistens hier mit 100% oder mehr reingeht, dann stirbt man mal schnell. Und das ist wäre gar nicht mal so cool. Weil dann müsste man mit König DDD zu einem Teleportraum zurück und naja, geht so. Geh jetzt mal kurz in den Teleportraum zurück als Sicherheit, um mich mal kurz zu heilen. Möchte ja nicht sterben. Der Pokémon-Trainer, also wenn man halt sich heilt, dann leben auch alle Charaktere wieder und der Pokémon-Trainer würde jetzt auch wieder leben, wenn ich ihn später brauchen würde. Aber aktuell brauche ich ihn nicht. So, Moment, so. Ich wollte ein bisschen sicher sein. So, okay, ab geht's. Wir befinden uns jetzt im Dschungel. Das heißt, wir müssen natürlich auch den König des Dschungels besiegen. Natürlich. Donkey Kong. Klar, Donkey Kong. Ich dachte Simba, leider, aber okay. Donkey Kong ist leider gar nicht mal so einfach zu besiegen aufgrund seiner hohen, aufgrund seines hohen Gewichts. Aber wir haben einen Bumper bekommen, deswegen alles gut. Jetzt sehen wir sogar im Hintergrund kurz die ganzen Charaktere und die Bosse, die wir noch besiegen müssen. Ja, Metroid, das hat alles dahin geführt. Jetzt besiegen wir den zweiten König des Dschungels. Na, wer ist es? Simba diesmal. Nein, es ist Samus. Ah ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Königin des Dschungels. Du meinst Samus Kong. Samus Kong? Samus Kong. Natürlich, yeah. Sie ist jetzt mit in der Familie.
Ich meine, wo die Liebe hinfällt, ne? Natürlich, natürlich. Ja, es war einfach nur ein kurzes Intro darauf, dass wir uns jetzt im, in der Forschungsstation befinden. Deswegen frage ich mich dann auch, was hier unten für ein wunderschöner Charakter sein wird. Pikachu. Pikachu. Ja! Hey! Töte ihn! Kerl. Wir haben die kleine Elektromaus umgebracht. Die Elektromaus ist zugrunde gegangen. Yeah. Okay, ja, das. Warte. Hab ich mein. Okay, gut, das passiert manchmal, dass wenn man Schaden nimmt, man Items verliert, die man gerade da hat. Aber ich wollte eigentlich nur mal kurz den. Ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, dass Mädchen dann auch den Gleiter, den halt Pit zum Beispiel hat. Den man ja einfach. Ja, weil. Meta Knight braucht halt noch mehr Moves. So, Meta Knight hat nicht nur den OP-Grind, Meta Knight hat auch den Basis. Ja, er braucht das. Ja, Meta Knight braucht das halt. So, das ist wichtig. Weil es gibt halt enge Räume, da kann man nicht immer sehr hoch in die Luft springen und dann oben B drücken. So. Manchmal da muss man einfach den Glide sofort aktivieren. Das ist wichtig. Mhm. Weil Meta Knight hatte halt noch nicht genug Movement-Optionen. So. Welchen Charakter treffen wir jetzt? Warp. Okay. Genau. Lustige Geschichte bezüglich Warp. Warp ist aus irgendeinem Grund der leichteste Charakter im Spiel, deswegen funktioniert das hier. Autsch. Ja, das passiert halt mal. Passiert halt einfach mal. Autsch, genau. Man würde es halt eigentlich anderen Charakteren eher zutrauen, dass sie der leichteste Charakter im Spiel sind, aber nee. Man hat dann Warp gerade gesehen, dass das. Ist aus besonders leichtem Stahl gebaut. Aus Fiberglas oder so. Ist einfach aus Klemmbaustein gebaut. So, wir haben jetzt noch einen langen Rätselraum hier vor uns, wo wir einen Schlüssel holen müssen, um den Schalter zu aktivieren, oder wir machen es nicht. Wenn die in diesem Spiel sind, halt nur Deko, okay? Ich habe es mir nicht ausgesucht. So, haben wir mal. Drei Knöpfe aktiviert, um Whitley zu besiegen, weil Whitley existiert. Whitley ist cool und Whitley existiert. Die ist doch auch mittlerweile als Charakter, oder? Whitley ist ein Charakter. Ja. Ein bisschen kleiner, aber glaube ich. Ja. Ja, aber immer noch ziemlich groß. Einige Ones sterben auch hier, weil je nachdem, welche Attacken Whitley macht, die ordentlich viel Schaden zufügen können. Hm. Aber da, auch wenn wir jetzt nur 89% haben, muss ich aufgrund des nächsten Raumes mich heilen. Weil wir im nächsten Raum sehr viel Schaden bekommen werden und es sehr riskant. Egal, was ich tue. Hm. Der nächste Raum besteht nämlich aus sehr viel Lava. Und sehr viel Flammensäulen und sehr viel Schaden und sehr viel alles. Und ich darf durch diesen Raum zweimal gehen. Dementsprechend bereitet euch vor auf sehr viel und sehr hohe Prozentzahl. Mm. So. Hurra! Wie bei Kick, immer viel Prozent. Wenn du da Klamotten kaufen gehst? Ja. Fashion Line. Okay. Entweder das oder der RBTV Merch Shop. So, natürlich sind wir jetzt im Flammenmeer, deswegen ist hier auch Bowser. Okay, der Sprung wurde nicht erkannt. Fassbar. So, Bowser wird kurz nicht mehr leben. Und jetzt, wo wir Bowser besiegt haben, dürfen wir nicht in den gleichen Raum nochmal. Wir spielen auch den gleichen Fang nochmal. ich kann hier einen kleinen Glide machen, wenn ich ein bisschen warte. Der Glide ist genauso clunky, wie er aussah. So, einmal kurz hier durch, bam, und so. Okay, der Raum war wirklich gut, weil ansonsten verlasse ich den Raum immer mit irgendwie 120%. Das lief schon deutlich besser als sonst. Weil man muss dann halt mit 120% noch zwei Charaktere besiegen und dann kann man sich erst heilen. Wenn man mit der Nightingale stirbt zwischendrin, ist das schlecht, weil man kann die Charaktere nicht wechseln in der Nähe. Da muss man halt danach noch einen Charakter und noch einen Boss mit dem Charakter dann haben, der nach Beta Knight kommt, was halt in dem Fall König DDD ist. Und gar nicht mal so cool. Hat gar nicht mal so viele Kill-Optionen. Sind halt auch einige Charaktere gut für den Subraum.
Das sind wir für den letzten, fürs letzte Level. Problem ist bloß, Meta Knight ist halt am besten, was Movement und Kampfoptionen gleichzeitig angeht. Deswegen wird hier halt mit Meta Knight gespielt. Es liegt nicht mal daran, dass Meta Knight unbedingt der beste Charakter ist. Es ist einfach nur der beste Charakter für den Job. Okay, Falco, ja! Oh. Das ist gerade wirklich passiert. Das ist nicht cool. Sag mal, wenn Fox im Dienste oder in der Ausführung seines Dienstes sterben soll, das kann ja passieren. Mhm. Würde es dann Captain Falco sein? Eher Captain Snippy, glaube ich. Wirklich? Kann es eigentlich sein, dass ich Falco irgendwo auf die Stage schleudere und dann da einen Powerstern drop? Mhm. Tja. Das ist mega fies, ey. Es ist wirklich sehr fies. So, das war jetzt die versprochene Heilung. Jetzt müssen wir noch den einzigen Charakter besiegen, der vom Fox, Diddy Kong und Falco Thron Duo noch, nicht Duo, der vom Trio noch übrig bleibt, nämlich Fox. Fox wird sich nämlich hier hinter all den wunderschönen Kanonen befinden, nämlich in dieser Fox. Nein, böse. Mal auf damit. Ja, wirklich. Fox, weil die die Stages hier sehen zwar irgendwie immer gleich aus, aber je nachdem, wie die Plattformen gerichtet sind, sind manche Räume halt größer und manche weniger groß. Und dementsprechend, der Raum von Fox ist halt wirklich sehr groß, deswegen ist es gar nicht mal so wahrscheinlich, dass Fox dann halt auch stirbt durch einen Shuttle-Loop. So, okay. So, und da wir jetzt hier durch den wunderschönen Dschungel gegangen sind, welcher Boss wird uns erwarten? Richtig. Kong. Verdammt. Wer auch sonst? Ja, wer auch. Okay, wer auch sonst? Ich hab schon bereut, bevor ich es gesagt habe. Der König des Dschungels. Platzierungen von den Bossen und den Gegnern. Top. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Problem ist halt, man kann das nicht mal irgendwie durch Cutscenes oder so erklären, weil das große Labyrinth hat keine Cutscenes. Hm. Es ist der Subspace, ne? Alles ist mit allem verbunden. Natürlich. Alle. Everything is connected, wie in Kingdom Hearts. Wie damals Riker in den Subraum entführt wurde, von den Clicker-Aliens. Boah. Jetzt kannst Star Trek Knowledge hier, egal. Okay, natürlich auf der anderen Seite. Du bist heute alleine, Gregor. Ja. Du bist heute alleine, denn Simon kann dir hier nicht helfen. Ja, irgendwo zuckt es bei ihm gerade. Wir haben gerade über Star Trek geredet. Ich auf der anderen Seite, wo Meta Whitley war, ist natürlich Mario. Da gibt auch sehr viel Sinn. In irgendeiner random Höhle würde ich auch einfach Mario platzieren. Ich habe hier sogar die tatsächlich längste Movement-Section im gesamten Großlabyrinth. Wir müssen halt praktisch einfach nur die Stelle aus Wildnis, die vorher ein Autoscroller war, und die andere Stelle aus Wildnis 2, die auch ein Autoscroller war, die müssen wir praktisch einfach nur rückwärts gehen. Hi, das ist der Abschnitt. Der werdet ihr sogar sehen gleich, was wir verpasst haben an Level. Moment. Jetzt ist sogar sehr einfach zu sterben, also muss man auch was sofort natürlich sagen. Nicht. Ich bin nicht gestorben. Uff. Fast. Aber es ist normal, dass man hier 4% bekommt. Vollkommen okay. So, ja, hier ist das Ende vom Autoscroller. Hier ist der Autoscroller. Der Autoscroller ist nicht sonderlich lang. Das Problem ist halt nur, der Autoscroller ist unfassbar langsam. Deswegen spart er so unfassbar viel Zeit. Abseits davon, dass man halt noch zwei Kämpfe überspringt. Aber der Autoscroller ist einfach nur wirklich. Der geht so langsam voran auf leicht. Das ist unfassbar. Galeon. Ja, Galeon. Müssen wir tatsächlich sogar nicht zweimal besiegen, sondern nur einmal. Ich habe nur ein bisschen 4 Schaden, deswegen sollte ich ein bisschen vorsichtig umgehen. Ja. Aber die Metal Cap, die ist schon die Hilfe. So. Es ist normal, dass Galeon hier jetzt nicht so schnell stirbt, weil wir haben ja leider nicht Blut. Okay. Es gibt zu der nächsten Stelle, weil wir befinden uns jetzt im letzten Quadranten vom
großen Labyrinth. Es gibt für den nächsten Kampf eine sehr lustige Geschichte. Die Route hier für diesen Abschnitt war praktisch, dass man erst nach unten geht, zwei Charaktere tötet, dann das Spiel resettet, dann wieder hierher geht und dann nochmal nach unten geht, links rum, um Pokémon-Trainer zu besiegen. Der Grund, warum man nicht einfach das tut, was ich gerade tue, nämlich einfach direkt zu Pokémon-Trainer gehen und dann rundherum zu gehen, war nämlich, dass sich die Community nicht abgesprochen hat und manche Leute der Community einfach nicht wussten, dass diese Tür existiert. Das war schon immer so im Run, das machen wir immer so. Also haben Leute einfach freiwillig 50 Sekunden verschwendet und einen riesigen Umweg und ein Reset gemacht. Einfach nur weil, nicht gefunden halt. Mhm. Ja, weil die Leute nicht wussten, dass die Tür da ist. Und als dann Leute darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass Wanda wie ich und noch ein anderer halt die ganze Zeit schon diese Tür gegangen sind, haben manche Leute noch hinterfragt, ob das schneller ist. Und dann habe ich mich so legit gefragt, Leute, ist euch bewusst, dass wenn so viel Movement rausgestrichen wird, dass das schneller ist, oder? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber irgendwann war es eben bewusst, aber es hat irgendwie so 2 Monate gedauert, bis es da wirklich jeder gemacht hat. Wow, das ist der wunderschöne Abschnitt. Und Zelda ist normalerweise auch ein Charakter, wo sehr viele Runs sterben, aber die Eis sind wirklich gerade sehr freundlich. Finde ich wirklich gut. Und mag es, wenn die AI freundlich sind. Ich darf jetzt hier noch durch meinen Lieblings-Autoscroller gehen mit den wunderschönen Säulen im Hintergrund. Oh ja. Ja. Haben sie schon vermisst. Da haben nur ein paar Säulen gefehlt, leider. Aber ja, hier ist Peach. Hi. Moment. Muss Peach ein bisschen mehr Schaden zufügen, so sollte passen. Yep. Der Reset, der aber früher drin war, der ist jetzt immer noch drin. Also hier. So. Lustiger Fun Fact: dieses Safe and Quitting in diesem Spiel wurde tatsächlich von ZFG gefunden. Beziehungsweise dieses Spiel. Also der recht bekannte Ocarina of Time Runner. Hat man vielleicht schon mal was von gehört. Wie war der Name noch gleich? ZFG. Bestimmt schon mal gehört. Der hat einen süßen Hund als Profil. Okay. So. Jetzt geht's aber zum, also es fehlen jetzt noch praktisch 2 Drittel vom letzten Quadranten. Wir müssen ja noch ein paar Charaktere, umbringen. Es fehlt ja noch ein bisschen was. Wir haben ja noch ein paar Bosse nicht besiegt, wir haben ja noch ein paar Gegner nicht besiegt. Deswegen, wir sind in der Ruinenzeit für Wario. Wario bekannt auch als Mario, aber man hat den ersten Buchstaben verdreht. Varios AI ist leider nur ein bisschen das am Trollen. Das ist einfach nur umgedreht, ne? Das ist immer das W. Ja. Echt jetzt? Ja, mir aufgefallen. Wario hat tatsächlich eine höhere Chance dafür, das Giftpilz zu droppen, was halt auch gerade passiert ist. Und das Varios AI halt ein bisschen gerne trollt. Aber Wario ist jetzt tot und dementsprechend ist alles gut. Wario. Kämpfen wir jetzt auch als nächstes gegen einen Charakter, der im eigentlichen Spiel nicht mehr wirklich aufgetaucht ist. Aber wir trotzdem gegen ihn kämpfen. Sonic? Finally? Nein, noch nicht. Verdammt. Nämlich Luigi. Oh. Luigi ist in einer Cutscene aufgetaucht und war 2 Level vor diesem hier ein spielbarer Charakter. Aber ansonsten ist der einzige Plot von Luigi in diesen Spielen nur gewesen, dass er von König Dedede umgebracht worden ist und dann war er auf einem Wagen für irgendwie 20 Level und das war das. Undankbar. Das ist der Plot von Luigi. Hurra. Er war das meiste Spiel über tot. Luigi. Er hat nicht den besten Vertrag bekommen. Nee. Ja, der hat bestimmt für Sequel dann ausgehandelt, ne? Natürlich. Und dann hat Sakurai so gemeint, ich mag es nicht, wenn Leute die Cutscenes vom Story Mode auf YouTube hochladen. Wir machen jetzt keinen Story Mode mehr. Nee.
Es ist schlimm, dass das wirklich die Erklärung war für, warum es kein Story-Mode im vierten Teil gab. Ja, es ist ganz komische Entscheidung. Nintendo will Nintendo. Ja. Oh, es war wirklich. Okay, das ist mir jetzt noch nie passiert. Es war wirklich sehr besonders. Ah, Plattform, jetzt geht wieder hoch. Aufgrund der Windphysik kann ich leider nicht den üblichen Meternet-Kram machen. Deswegen muss ich ja tatsächlich. Weiß nicht, wie ich das normal das machen. Muss das halbwegs normal jetzt machen, ja. Ugh. Das ist wirklich grauenhaft, ja. Gameplay. Das ist ja widerlich. Oh. Falls ihr dachtet, ja, ich habe 130%. Eigentlich würde mich ein Move von Rayquaza ja eigentlich umbringen. Nein. Ja. Keiner der Moves von Rayquaza bringt mich um, weil die alle keinen Knockback haben. Hm. Deswegen ist es komplett egal, wie viel Potenz ich habe. Kein guter Boss dann, ne? Oder gar keinen. Ja, wirklich. Der weiß einfach, wie man Angst macht. Indem man halt noch mehr Schaden bekommt. Wobei es gibt eine Attacke, die hat hohen Knockback. Problem ist nur, die taucht irgendwie auf, wenn der Boss schon viermal tot ist. Deswegen, naja. Und die macht er auch erst, wenn er wenig Leben hat. Das Problem ist nur, wenn er wenig Leben hat, ist er auch meistens kurz danach nicht mehr am Leben. So. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Also, da bin ich leider gestolpert. Unfassbar. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, nämlich dem, wo die letzten paar Charaktere sind. Bevor wir dann irgendwann auch vielleicht mal Sonic treffen dürfen. Hm. Vielleicht. Sonic ist aber leider kein Charakter, gegen den wir kämpfen werden. Hm. Oh, wir alle lieben noch Sonic. Natürlich. War ich auf dem Film? Auf dem zweiten? Ich habe den ersten noch nicht mal geguckt. Ah, guckt immer noch nicht. Ist gut? Ja, muss ich noch machen. Ja, ich fand das Cover ziemlich geil von den zweiten, weil das ist original Mega Drive Cover, ja. Schau ihn halt nicht auf Deutsch, also beide nicht, aber. Da kannst du schon gut. Wenn du ihn auf Deutsch guckst, dann kannst du hören, wie Julian Bam als Sonic ist. Aber ja, dann war so schlecht. Kannst du sehen, wie Sonic von Julian Bam synchronisiert wird und Fortnite-Tänze macht. Das ist wirklich. Ich hab den Film auf Englisch gesehen und war gut. War unterhaltsamer, als ich es gedacht hätte. Und für den zweiten jetzt. Hat ja immerhin Jim Carrey, ne? Muss ja gut sein. Ey, du bist ein guter Dr. Robotnik, muss ich sagen. Ja, wirklich. Also, das Marketing vom zweiten Teil ist auch bisher wirklich. Also, die hauen da wirklich gerade richtig rein. Hm. Ich freue mich richtig drauf, den zweiten Film. So. Wir haben gerade den letzten die letzte Verbindung zum Anfang freigeschaltet. Und jetzt besiegen wir Ice Climbers. Das Problem ist nur hier, ich muss auch Popo treffen. Nicht Nana. Mhm. Okay. Muss ich Nana kurz wegbringen, weil dann kann Popo nicht recoveren. Okay, gut. Alles klar. Hat funktioniert. Mhm. Wenn der eine nicht will, will die andere jetzt auch nicht. Jetzt bin ich Einzelkind. Oh nein! Ich würde ja gerne diesen wunderschönen Glide fortsetzen. Problem ist nur, hier unten ist noch ein Charakter. Moment, irgendwann hier taucht ein Button auf. Da. Den haben wir jetzt noch nicht. Hit? Hatten wir Pit schon? Hit hatten wir als zweites. Als zweites war es, ne? Ja. Hit hatten wir sogar. Weit zu Mario, ja. Es fehlen jetzt noch. Aus South Park. Zwei Charaktere. Mars hatten wir auch noch nicht, oder? Mars hatten wir noch nicht, ja. Aber welcher Charakter sein? Mars. Ja, Mars fehlt noch. Ja, aber welcher Charakter fehlt noch? Neben Mike und Mars. Wer fehlt denn noch? Pokémon hatten wir, Yoshi hatten wir. Pokémon. Pummeluff. Pummeluff taucht im Story Mode nicht auf. Ach. Also kann man nachträglich freischalten in einem Level, aber ist jetzt aktuell. Sorry, irrelevant. Gleiches gilt auch für Wolf und Toon Link. Metern halt selber. Oh. Das war mit in der Mitte. Den haben wir schon. Ach so. Wir schon. Ihr habt doch ein bisschen Zeit. Wir besiegen jetzt erst Marv. Also, ich hab noch Zeit zum Überlegen. Samus hatten wir schon. Samus war ja zweiter König des Dschungels. Stimmt, ja.
Samus Kong. Ganz vergessen. Wie ist dieser Kirby-Typ da mit dem Hammer nochmal, dieser Pinguin? Gut. König Dedede haben wir. König Dedede. Haben wir den schon? Haben wir schon. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Irgendwas Kirbiges. Irgendwas König Bowser. Ja, was Schwergewichtiges. Ganondorf. Korrekt. Ja. Ja. Ganondorf haben wir zwar. König der Gerudos. Ganondorf haben wir zwar nie gespielt und nie gegen gekämpft. Aber wir haben einmal in einem Bild gesehen. Ja. Ja, wir haben seinen grimmigen Blick in einer Cutscene gesehen. Das haben wir gesehen. Ja, das war gut. Das hat mich erfreut. So. ab geht's. Ab Ganondorf, yeah! Wir werden sogar gleich die einzige Cutscene vom großen Labyrinth nicht überspringen. Einfach nur, um eine Freude zu machen. Natürlich das Gerudo-Scene. Ah. Oh. Ganondorf, ja. Disappointing. Oh. So, alle sind tot. Ich werde mal jetzt meine Finger vom Gamepad nehmen. Das ist Tabu. Das ist einfach ein blauer Schlumpf mit sehr schönen Flügeln. Teilsam. Den er alle umgebracht hat. Und wie wird Tabu besiegt? Korrekt. Im Hintern halt. Nein, durch die Kraft der... Ah! Kraft der Geschwindigkeit! Lichtgeschwindigkeit! Sonny gerettet den Tag in einem Nintendo-Spiel. Ja. Aber du hast ihn immerhin ausgewählt. Zwar wirst du wahrscheinlich eh nicht nehmen, aber egal. Vermutlich nicht, nein. Ich hab halt hier Beta Knight und Blurak in einem Kampf. So, das, oh, ich verstehe. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Sonny irgendwann drankommen wird, ist niedrig. Er heißt Tabu, weil er ein Bu ist von den Geistern von Mario. Oh mein Gott! Ne? Du weißt, Tabu. Okay, schon ein bisschen wack designed. Ja, aber ist auch das Spiel, wo du eine riesige Hand bekämpfst ansonsten. Ja, das war noch schlimmer. So, hier ist sogar der Move, womit er jeden umgebracht hat. Oh. Problem ist, man kann den Sport dodgen. Hätten so die ganzen Charaktere mal einfach gespot dodged, dann wäre das große Labyrinth nie entstanden. Die ganzen Moves sehen wirklich so furchteinflößend aus, wenn man sie nicht einfach spot dodgen könnte. Und Time. Zack. 2:12:40. Nice. Very nice. Yay. Das war's mit Tabu. Ey, Sonic hat den Tuxedo-Mask gemacht, oder? Meine Arbeit ist getan. Du hast nichts gemacht. Ja, war sehr schön. Ein sehr schöner Speedrun. Und auch sehr, sehr gut erklärt. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, man sieht also, die haben natürlich Gedanken reingepackt vom Spiel her aus. Das war sehr schön. Du hast sehr, sehr viele Ecken gefunden, wo du dann was sparen kannst, was damit anstellen kannst. Und ich glaube, es ist meine präferierte Variante, jetzt diesen Modus im Speedrun zu schauen. Ja. Es ist halt auch, also so hart ist es halt auch nicht. Also klar, manche Lektionen sind schon hart vom Movement her, aber die ganzen Skips, die gehen eigentlich voll. Also wie die Sachen Meta Knight, die sind eigentlich gar nicht so kompliziert zu lernen. Die kann man schon mal machen. Okay. Ja, du hattest den Run jetzt für uns extra noch mal ausgepackt, ne? Oder runnst du den ab und zu noch mal selbst, hier und da mal? Ich run das Spiel selber schon, ja, aber eher halt die anderen Kategorien. Ja, selten. Aber wir können gerne noch mal einblenden, wo man deinen Twitch-Kanal finden kann. Hast du da feste Zeiten? Ich streame Montag um 18 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag um 16 Uhr, Donnerstag zweiwöchig 20 Uhr und Sonntag um 17 Uhr. Ich streame halt verschiedene Projekte. Ich streame von Yu-Gi-Oh! Bis Pokémon bis Speedruns bis Duden vorlesen bis Fire Gun Videos für die Doku schauen und zu dokumentieren halt. Ich stream praktisch alles, Mann. Alles. Man kann eigentlich jede Woche irgendwas Neues erwarten und ja, kriegt man ordentlich was für die Subs und die Donations. Ne? Für den Follow auf jeden Fall. Aber den Follow soll ich auf jeden Fall machen, wenn ihr es noch nicht da draußen gemacht habt. Wir sagen dir schon mal kurz Danke und wir wollen noch mal darauf hinweisen, wenn ihr euch bewerben wollt, wir haben eine E-Mail-Adresse speedrandale@rocketbeans.tv oder gerne auch direkt bei Sia sich melden @simiclove bei Twitter oder twitch.tv@simiclove101. Genau. Mit der Meta-Knight-Doku bei dir. Ne? Bald, ja. Bald ist sie soweit. Und wir werden dich noch mal wiedersehen. Wir wollen jetzt noch nicht verraten, in einer der kommenden Folgen, was wir da haben werden.
Freut euch schon mal drauf. Freut euch schon mal drauf. Gerne auch beim Supporters Club könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr uns dann nochmal unterstützen wollt und solche Formate wie die hier und viele andere auf dem Kanal hier unterstützen wollt. Mhm. Und sag mal, oh, da können wir alle gemeinsam einmal Tschüss sagen. Ne? Ah, bis dann. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.